Der Blick auf die Uhr zeigt, wir haben es 18:30 Uhr und deswegen möchte ich Sie auch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von She Meets Quirin, die Veranstaltung von Frauen für Frauen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein Name ist Janine Penzoldt und ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Schön, dass Sie sich bei diesen Temperaturen, bei diesen hochsommerlichen Temperaturen für uns entschieden haben und nicht für den Biergarten. Aber im Zweifel ist ja auch danach dann vielleicht noch Zeit für das ein oder andere Kaltgetränk. Ja, wir haben Sie eingeladen zum Thema klug vererben und verschenken. Ein Thema, bei dem ich zunächst gedacht habe, naja, darüber denkt man eigentlich nicht so gern nach und es so ein bisschen weggeschoben habe, aber bei näherer Betrachtung habe ich gemerkt, ja, doch, das ist wichtig und da gibt es viele Fragen, die ich habe. Und vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich, wahrscheinlich, sonst hätten Sie heute nicht eingeschaltet. Und ja, Ihre Fragen wollen wir zu dem Thema heute hier beantworten. Dafür habe ich wie immer zwei Expertinnen mitgebracht und ich freue mich sehr, dass die beiden es einrichten konnten. Das ist zum einen Sabrina Rokus, sie ist Rechtsanwältin und Notarin in Frankfurt. Frau Rokus, schön, dass Sie es geschafft haben und heute hier für unsere Zuschauerinnen sozusagen zur Verfügung stehen. Ja, freue mich. Ja, und direkt daneben Susanne Steinmann, unsere Niederlassungsleiterin in Frankfurt in der Region Rhein-Main. Susanne, schön, dass auch du heute Zeit hast und herzlich willkommen euch beiden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja halb Frankfurt heute wahrscheinlich auf dem Kopf steht und zumindest der fußballbegeisterte Teil der Stadt. Schön, dass ihr es trotzdem einrichten konntet. Genau. Also wir haben schon gesagt, dass wir danach vielleicht noch mal Zum gucken Römer. auf dem Römer. Mal schauen. Bietet sich auf jeden Fall an. Ja, genau, bevor wir gleich zum Thema kommen, noch ein, zwei Hinweise von meiner Seite. Das Thema klug vererben und verschenken ist ein recht komplexes Thema. Es gibt sehr, sehr viele Facetten und ja, viele, viele wichtige Informationen. Und die wichtigsten davon haben wir in einer kurzen Präsentation für Sie mal zusammengefasst. Die würden wir gerne an den Anfang stellen. Frau Steinmann und Frau Rokus präsentieren sozusagen die wichtigsten Informationen, die es hier zu wissen gibt. Ja, brauche ich ein Testament? Wie sieht die gesetzliche Erbfolge aus? Welche Steuern und Freibeträge gibt es? Warum ist es wichtig, mich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen? All das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Und wie gesagt, am Anfang starten wir mit einer kurzen Präsentation. Und danach wollen wir dann aber so schnell wie möglich die Runde öffnen für Ihre Fragen. Wir haben auch im Vorfeld schon ein paar Fragen per E-Mail bekommen. Genau, Sie können Ihre Fragen direkt mündlich stellen. Also wir haben das Ganze als Meeting eingestellt. Das heißt, viele von Ihnen haben ja auch die Kamera schon an. Sie können einfach dann Ihr Mikro anmachen und direkt in den Dialog treten mit uns, mit Frau Steinmann, mit Frau Rokus. Und wer das nicht möchte, der kann auch gerne unten im Chat die Frage schriftlich stellen. Die landet dann hier bei uns und die beantworten wir dann auch im Laufe des Abends dann einfach mit. Genau, das ist eigentlich so das Wichtigste. Wir nehmen die Veranstaltung auch auf. Es gibt einen Videomitschnitt. Den würden wir dann auch bei YouTube veröffentlichen, natürlich ohne Ihren Namen sozusagen. Ne? Also das blenden wir dann vorher aus und dort stellen wir das dann sozusagen nochmal zur Verfügung. Ja, wir haben ungefähr 1,5 Stunden Zeit. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Ja, und genau, bevor wir jetzt ins Thema starten, haben wir noch eine Frage an Sie. Wir wüssten nämlich gern, inwieweit Sie sich schon mit dem Thema Erben und Vererben und Verschenken beschäftigt haben und ob Sie da eben schon vorgesorgt haben. Dafür starte ich eine kurze Umfrage und die Ergebnisse teile ich dann im Nachhinein auch mit Ihnen. Sie können dort auch anonym antworten sozusagen. So, dann sollten Sie die Frage jetzt sehen, haben Sie eine der folgenden Vorsorgevarianten bereits schon mal genutzt oder nutzen Sie die aktuell? Sie können hier auch mehrere Dinge auswählen, entweder das private Testament, das notarielle Testament, ein Erbvertrag oder Sie haben schon mal eine Schenkung zu Lebzeiten gemacht oder eben nach gar nichts davon. Dann wissen wir einfach auch so ein bisschen genauer, wo Sie stehen und ist für uns dann auch mal ganz spannend so am Anfang einmal sozusagen abzufragen. Genau. Also haben Sie eine der folgenden Vorsorgevarianten schon mal genutzt? Ich warte noch einen ganz kleinen Moment. Ja, der Großteil hat jetzt, glaube ich, abgestimmt. Vielen Dank. Dann würde ich die Umfrage beenden und die Ergebnisse auch für Sie
zur Ansicht freigeben. Das heißt, Sie müssen das jetzt sehen. 45% haben bereits ein privates Testament, 10% ein notarielles, Erbvertrag mit 3% eher weniger vertreten, Schenkung 16% und ja, noch gar nichts davon haben 40% von Ihnen angegeben. Vielen Dank, dass Sie da mitgemacht haben. Susanne, sag mal, ja, überrascht dich dieses Ergebnis? Hast du das so erwartet oder ja? Ja, Janine, das habe ich so ähnlich erwartet. Also wir fragen ja immer in unseren Gesprächen auch unsere Kunden, ob sie da Vorsorge getroffen haben. Und das ist eben sehr, sehr häufig nicht der Fall, weil, wie du schon gesagt hast, häufig liegt es zum einen daran, dass man sich ungern mit der Frage beschäftigt. Und dann gibt es natürlich auch gewisse Ängste. Ja, und wenn ich da jetzt schon mein Geld verschenke, ist dann nachher für mich gesorgt. Und vielleicht ist es ja auch sehr kompliziert, so ein Testament aufzusetzen. Und was will ich überhaupt erreichen? Und es gibt auch eine gesetzliche Erbfolge. Also da ist natürlich immer sehr viel im Raum. Und insofern ist das auch etwas, was jetzt, sage ich mal, nicht so einfach mal gerade man zwischen Tür und Angel macht. Und wir wissen ja alle, man hat immer viel zu tun, da fällt das schon mal hinten runter. Okay, umso besser, dass wir heute uns das Thema auf die Agenda geschrieben haben und deswegen würde ich auch sagen, fangen wir direkt an. Ich teile jetzt den Bildschirm mit der Präsentation zu den wichtigsten Fakten und genau, Susanne, du kannst dann gerne starten. Ja, danke schön. Ja, warum ist denn das Thema überhaupt so wichtig? Da gibt es viele gute Gründe für und den ersten sehr guten Grund dafür sehen wir jetzt schon. Es gibt nämlich Prognosen darüber, wie viel Geld denn in den nächsten Jahren vererbt werden wird. Und 2024, nur damit wir uns alle das nochmal klar machen, das ist in 2 Jahren, also die nächsten insgesamt dann 3 Jahre. Und die Prognosen aufgrund einer Umfrage sehen halt so aus, dass insgesamt 3 Millionen Euro, Entschuldigung, 3 Milliarden, vielmehr, das ist in Milliarden Euro, also wenn ich das richtig lese, müssten es 3 Billiarden, Billionen sein, Drei vererbt Billionen, werden. genau. 3.000 Genau, Milliarden und 3 Billionen, ja. 3 Billionen. Und 2 Billionen davon sind es immer noch, wenn man die 2% der einkommensreichsten Haushalte abzieht. Also eine unglaubliche Zahl. Ja. Und wir sehen ja auch einen recht hohen Anteil Immobilien. Und das ist natürlich was, was häufig aus diversen Gründen natürlich auch zu Problemen führen kann. Es ist nicht so leicht teilbar. Man möchte vielleicht Gerechtigkeit walten lassen. Man möchte das eigene Haus weiter nutzen. Also das wird nachher noch ein Thema sein. Und, aber da sehen wir mal, warum es so dringlich ist. Und allein jeder Fünfte in Deutschland plant mehr als 1,25 Millionen Euro zu vererben. Also die Frage ist immer bei den 30%, die keine Angabe gemacht haben, ob es nicht vielleicht sogar noch mehr ist. Aber 250.000 Euro mindestens sind es bei jedem Fünften. Das heißt, es ist durchaus auch schon dort eine Frage, wie man das auch steuerlich optimiert. Weil wir haben ja auch immer mehr Patchwork-Familien oder man hat keine direkten eigenen Kinder und wir werden nachher noch sehen, dann sinken halt die Steuerfreibeträge auch deutlich ab. Und jetzt sehen wir es. Das stimmt Ja, tatsächlich, es weil. passt. Also die Umfrage hatten wir ja. Nur jeder Vierte regelt den Nachlass, in dem beispielsweise ein Testament verfasst wird. Und meine Erfahrung gerade auch mit Testamenten, die privatschriftlich, also selber ohne vielleicht auch Unterstützung, man kann, man muss ja nicht, aber bei manchen, die, wo man erkennen kann, dass sie ohne Unterstützung gemacht worden sind, ist es nachher auch relativ schwierig, eigentlich festzustellen, wer soll denn jetzt eigentlich, wer ist denn jetzt Erbe und wer soll was bekommen? Und das macht nachher die Abwicklung auch durchaus kompliziert. Ja, genau. Und das ist der Grund, warum es in so vielen Fällen, also überhaupt Streit in der Familie, kommt es eben zu fast ein Drittel aller Fälle wegen Erbstreitigkeiten. Und die Erfahrung ist halt auch, dass in dem Moment Punkte aufbrechen, die gar nicht unbedingt was mit dem
mit den reinen Zahlen zu tun haben, sondern für viele geht es dann eben um Themen, warum habe ich etwas nicht bekommen, warum habe ich nicht so viel bekommen wie jemand anders. Also es werden sehr viele emotionale Themen auf einmal dort gespielt. Vertragt ihr euch noch oder habt ihr schon geerbt? Der Ist Spruch. genau, ist so ein klassischer Spruch. Und das stimmt. Also ich habe es auch in meiner eigenen Bekanntschaft gesehen, dass das gerade weil der verstorben ist, kann ich auch nicht mehr erklären, warum er das gemacht hat. Vielleicht hatte er nachvollziehbare Gründe, die wahrscheinlich hatte er die sogar, aber er kann sie nicht mehr mitteilen. Und eine Möglichkeit ist natürlich, das zu vermeiden, indem man es vorher auch mal bespricht. Das Kommunizieren hilft ja immer ungemein. Und auch da sehen wir unsere Umfrage, welchen Bereich finden Sie den größten Informationsbedarf? Und Punkt 1, Erbschaftssteuer. Das ist jetzt nicht verwunderlich, in Deutschland ist Steuer ein sehr wichtiges Thema und deswegen kommt es hier, glaube ich, auch als erstes. Dann das Testament natürlich, aber hinten auch Pflichtteile, wir werden es heute nochmal ansprechen. Also alle diese Themen, die Sie dort sehen, werden wir zum Großteil heute auch besprechen. Und wenn nicht, wenn was übrig offen bleibt bei Ihnen, fragen Sie. Und für mich ist natürlich immer ein ganz Herzensthema, wir Frauen leben im Schnitt halt nun mal länger. Und zwar im Schnitt um 5 Jahre länger. Das heißt, wir sollten uns dringend darum kümmern, dass wir auch als Überlebende, klingt jetzt ein bisschen doof, aber als länger Lebende, würde ich mal sagen, in einer Partnerschaft finanziell gut abgesichert sind. Das ist schon wichtig. Und Und geregelter, wo es danach hingeht. genau. Also insofern, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich versuche das auch immer zu platzieren, weil ich glaube, da kann man ganz viel Positives rausziehen für die Familie, für den eigenen Seelenfrieden auch und auch so dieses Thema, ich habe das geregelt und ich kann mich da ein Stück weit auch zurück nehmen und entspannter sein. Ja. Ja, super, Susanne. Vielen Dank für diese Einführung sozusagen, warum das Thema wichtig ist und warum wir heute darüber sprechen. Und damit würde ich auch direkt an Frau Rokus übergeben, die jetzt zu den harten Fakten sozusagen kommt. Danke. Ich habe ja schon, also Frau Steinmann ist ja schon fast Profi. Sie hat schon ganz vieles ausgeführt. Also ich beschäftige mich jetzt als erstes mal mit den 40%, die noch gar nichts geregelt haben. Für die trifft nämlich das Thema gesetzliche Erbfolge zu. Was passiert da, wenn man verstirbt? Was gibt es da? Wer folgt mir denn nach? Das BGB sieht da verschiedene Ordnungen vor. So heißt es: erste Ordnung, zweite Ordnung, dritte Ordnung, vierte Ordnung. Und das Schaubild zeigt das eigentlich ganz schön. Also man geht eigentlich immer in Linie erstmal. Die erste Ordnung geht immer nach unten. Nach unten heißt Kinder und Enkel, Abkömmlinge nach unten. Wenn keine nach unten vorhanden sind, geht es nach oben. Das ist dann die zweite Ordnung. Das sind die Eltern. Wenn die Eltern schon verstorben sind, geht es zur Seite, Bruder und Schwester. Wenn es die auch nicht gibt, gibt es vielleicht nicht nur Neffen. Also das ist so eine, man muss sich das vorstellen, wir gehen erst nach unten, dann gehen wir nach oben und oben zur Seite runter. Wenn es da auch nichts gibt, dann gehen wir noch eins höher zu den Großeltern. Wenn die auch schon verstorben sind, ist es dann eben Tante, Onkel. Das ist die grobe gesetzliche Erbfolge. Jetzt kommt die Frage, was ist, wenn es gar keinen gibt? Dann steht am ganzen Schluss der Fiskus. Und das ist immer das, was man eigentlich gar nicht möchte, dass der Fiskus zum Schluss erbt. Der nächste Punkt ist Pflichtteil. Was ist eigentlich der Pflichtteil? Also wir haben ja gesehen, es gibt verschiedene Ordnungen. Und wenn ich jetzt ein Testament errichte, also abweiche von der gesetzlichen Erbfolge und ich sage zum Beispiel, in diesem Schaubild ist der Erblasser rot und da gibt es eine Tochter und einen Sohn und ich vererbe alles an die Tochter, weil der Sohn hat sich daneben benommen, kümmert sich nicht, hat die falsche Frau geheiratet, was auch immer. Dann ist er enterbt, also rechtlich ist er enterbt, weil er aus der gesetzlichen Erbfolge einen Halbanspruch hätte. Diese Hälfte bekommt er nicht, weil die Hälfte, seine Hälfte, bekommt über das Testament die Tochter.
Und damit ist er enterbt. Und wenn er enterbt ist, hat er einen Pflichtteilsanspruch. Wer hat jetzt einen Pflichtteilsanspruch? Weil wir haben ja vorhin gesehen, das ist so ein bisschen ist ja so dargestellt, Sie sehen das da, die, die nach hinten ausgeblendet wurden, die haben alle keinen Pflichtteilsanspruch. Also Pflichtteilsanspruch haben die nach unten, Kinder und Enkel. Dann die Eltern, aber nicht mehr die Geschwister. Und die Ehegatten. Ehegatten die haben eine Sonderstellung. Das sind die einzigen, die aus der gesetzlichen Erbfolge einen Pflichtteilsanspruch geltend machen können. Wie hoch ist der Pflichtteilsanspruch? Der ist immer die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs. Also in unserem Fall Beispiel, die Tochter hat allein geerbt, der Sohn wäre eigentlich zur Hälfte, also unser Erblasser ist verwitwet schon, muss man dazu sagen. Dann hätten die Kinder zu je 1,5 geerbt und der Sohn hat seine Hälfte verloren, also hat er jetzt ein Viertel Pflichtteilsanspruch. Was ist das Problem beim Pflichtteilsanspruch? Das ist ein reiner Cash-Anspruch. Das heißt, der Sohn kann gegenüber der Tochter ein Viertel aus dem Nachlass, aus dem Wert des Nachlasses in Cash beanspruchen. Das weitere Problem bei Pflichtteilsansprüchen ist, dass man die nicht abbedingen kann. Also man kann jetzt nicht irgendwie in sein Testament schreiben, der kriegt auch keinen Pflichtteilsanspruch, das funktioniert nicht. Deshalb muss man mit diesen Pflichtteilsansprüchen immer sehr sorgsam umgehen. Man muss den Hinterkopf haben und vielleicht irgendwelche Konstruktionen, da gibt es nicht so viele, aber ein paar Konstruktionen bauen, wie man das vermeiden kann. Frau Rokus, also wir können ja mal ein kurzes Beispiel machen. Zwei Kinder, ich vererbe 200.000, ich bin Witwe, vererbe 200.000. Würde jeder eigentlich 100.000 bekommen. Wenn ich den Sohn enterbe, dann bekommt der 50. Dann hat er einen Cash-Anspruch auf 50.000. Wenn die 200.000 aber jetzt in einer Immobilie festsitzen, weil die 200.000 sind eine Immobilie, die sie da geerbt hat, dann hat sie halt ein Problem. Sie wird wahrscheinlich keinen Kredit bekommen, um den Pflichtteil auszuzahlen. Naja, vielleicht kommt drauf an. Also ich kenne viele Banken, die machen das nicht. Wenn sie eine rühmliche Ausnahme sind, dann ist das schön. Da kann man eine Grundschuld drauf aufnehmen. Das ist aber das Problem. Ne? Man hat ja das Cash nicht. Ja. Aber genau, das ist, glaube ich, auch der Punkt, den wir hier machen wollten, ne? mit dieser Folie, dass es eben, dass das Erbe eben zu einem, ja, zu einer problematischen Situation eben auch führen kann, ne? Der Pflichtteil. Vielleicht, Janine, wir hatten ja auch im Vorfeld eine Frage, die ein bisschen in die Richtung geht und die es vielleicht nochmal verdeutlicht, wenn du nochmal eine Folie zurückgehst, weil die erste Frage war, wie ist die gesetzliche Erbfolge bei Ehegatten ohne Kinder und wenn beide Elternteile verstorben sind? Das kann man ja auf der Folie davor sehr gut sehen, nämlich wenn es gibt keine Kinder, das heißt, es geht nach unten, geht es nicht. Ja, erste Ordnung wird fällt. Genau, nach oben würden jetzt die Eltern kommen. Die sind aber nicht da und dann treten eben die Geschwister an die Stelle der Eltern, links und rechts. Ist manchmal überhaupt nicht erwünscht. Ich habe ganz viele Fälle, wo das nicht erwünscht ist. Ja, und dann ist nämlich hier die Frage, ob denn die Geschwister, das wird nämlich jetzt, können wir gleich wieder zurück auf die andere Folie wechseln, ob die Geschwister denn dann Pflichtteil haben. Und da sehen wir ja auf der nächsten Seite, nein. Das heißt, wenn man jetzt ein Testament macht, weil hier wird auch nach einem Testament gefragt und Berliner Testament. Berliner erwähnen wir nachher nochmal, aber grundsätzlich könnte man jetzt ja sagen, ein Testament hilft, weil ich kann dafür sorgen, dass jemand anders erbt, aber die Geschwister hätten keinen Pflichtteil. Genau. Aber wenn ich keins mache, dann erben sie. Ja, genau. So. Und übrigens ein kleiner Gag an der Stelle noch. Bei mir in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft ist es so, dass ein junges Paar, die haben keine Kinder und die Eltern leben noch. Und der Mann, ich sage ihm jedes Mal, wenn ihr kein Testament macht und deine Frau stirbt, dann hast du deine Schwiegereltern mit im Haus. Ja, und da, genau, und da mache ich dann auch immer, das hatte ich auch gerade so einen Fall, die Schwiegereltern wollten sie nicht mit im Haus, dann haben sie sich gegenseitig als Alleinerben eingesetzt, aber dann haben die Eltern ja einen Pflichtteilsanspruch. Das waren vernünftige Eltern, die haben dann einen sogenannten Pflichtteilsverzicht erklärt, das muss man auch notariell machen. Also wenn man den Ehegatten in so einem Fall absichern will, dann muss man seine Eltern ansprechen und sagen, könntet ihr mal kurz einen Pflichtteilsverzichtsvertrag machen? Das ist gut, dass wir das erwähnt haben. Ja.
Wir haben jetzt zwei Fragen im Chat, die sich direkt auf diese Folie auch beziehen und auf das, was wir gerade ausgeführt haben. Zum einen, was bedeutet eingetragener Lebenspartner juristisch? Also vielleicht können wir das kurz beantworten. Das sind die gleichgeschlechtlichen Lebenspartner, die diese auch, also eigentlich ist es kein eingetragener Lebenspartner mehr, weil jetzt ist es ja so, dass man da auch heiratet. Ja, früher war das die eingetragene Lebenspartnerschaft, jetzt heiratet man da auch, also das ist eigentlich dann auch ein Ehegatte. Ja. Analog sozusagen. Genau. Und eine andere Frage aus dem Chat, die sich auch noch auf das gerade Gesagte bezieht. Soweit ich weiß, ist es nicht möglich, wenn der Pflichtteil aus einem bewohnten Haus herbeigeführt werden soll? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig die verstehe. Verstehe ich nicht, nee. Okay, dann müsste derjenige vielleicht nochmal entweder. Also vielleicht bezieht sich das auf ein Thema Wohnrecht oder so. Aber das ist, vielleicht, also das Wohnrecht ist allenfalls dazu da, dass es den Wert. Auch der Nachlass ist mindert. Aber das Wohnrecht hat nichts damit zu tun, dass kein Pflichtteil entsteht. Der Pflichtteil entsteht immer. Genau, die Frage ist eben nur, in welcher Höhe. Ja. Aber vielleicht kann die betreffende Person, das meine ich nicht. Okay. Dann jetzt, also vielleicht heben wir das für später nochmal auf, dann in der Fragerunde, ja. Dann gucken wir dann nochmal. Vielleicht ja. Hat sich das eine oder andere dann auch nochmal aufgelöst. Genau, dann machen wir es so. Dann gehen wir erstmal weiter. Ja, jetzt kommt nämlich das weitere Thema. Wir haben ja das Erbrecht, das ist im BGB geregelt, und wir haben das Erbschaftssteuerrecht, das ist im Erbschaftssteuergesetz geregelt. Zwei voneinander getrennte Veranstaltungen. Da war auch eben so eine Frage, die in diese Richtung geht, deshalb komme ich da jetzt auch mal gleich drauf. Stiefkinder. Ja, Stiefkinder sind gesetzlich nicht erbberechtigt, aber wenn sie testamentarisch eingesetzt werden, erhalten sie erbschaftssteuerlich die Freibeträge. Ja, das ist ein bisschen crazy, aber es ist so. Und wenn man das nicht berücksichtigt, wenn man beispielsweise in einer Patchwork-Situation lebt und sagt, also entweder gehen die Menschen davon aus, dass auch Stiefkinder erben, und die Erbschaftssteuerfreibeträge erhalten, oder sie gehen davon aus, dass die Stiefkinder nicht erben, aber auch keine Erbschaftssteuerfreibeträge erhalten. Deshalb auch macht man nichts. Da muss man aufpassen. Wenn man Stiefkinder bedenken will, und muss man sie testamentarisch bedenken, und dann sind sie auch, haben sie, unterliegen sie auch diesen Freibeträgen, die wir hier sehen. Ehegatten haben 500.000 Euro, Kinder haben 400.000 Euro pro Kind, pro Elternteil. Also das kann schon mal ganz schön viel sein. Durchaus. Enkel haben die auch, wenn sie Kinder vorverstorbener Eltern sind. Ansonsten haben sie 200.000 Euro und so wird das abgestuft. Wenn man wieder nach oben vererbt, dann sind es nur noch 100.000 Euro, warum auch immer. Und wenn man nicht vererbt, sondern schenkt, sind sogar noch 20.000 Euro und für fremde Menschen sind es auch nur 20.000 Euro. Also diese Freibeträge ist auch. Also wir überlegen uns die ganze Zeit, ob die so bleiben. Die waren ja vor, weiß nicht, 15 Jahren waren es bei den Kindern zum Beispiel nur 250.000 Euro. Das ist noch nicht so arg lange mit den 400.000. Das könnte schon sein, dass das im Zuge der Finanzierung allgemeiner Schwierigkeiten wieder reduziert wird. Deshalb machen momentan ganz viele Menschen irgendwelche Nachfolgeplanungen. Und die Freibeträge, die gelten für Erbschaften und für Schenkungen, ja? Ja. Die gelten für Erbschaften und Verschenkungen. Und die gelten vor allem alle 10 Jahre. Deshalb, wenn man frühzeitig anfangen will, Freibeträge mehrfach zu nutzen, dann sollte man nicht warten, bis man stirbt. Dann ist nämlich nur einmal, sondern man kann dann schon mal vorher anfangen und schenken. Kann man alle 10 Jahre diese Freibeträge nutzen. So, ja, das sind jetzt die Steuerklassen. Auch daran wird man wahrscheinlich schrauben. Da kann man jetzt sehen, wenn der steuerpflichtige Erwerb steigt, steigt auch der Prozentsatz. Und das sind, man ist eingeteilt in verschiedene Steuerklassen. Die habe ich jetzt nicht im Einzelnen im Kopf, die stehen im Erbschaftssteuergesetz. Also Kinder zum Beispiel fallen in Steuerklasse 1. Und da sieht man, wenn es dann schon mal 600.000 sind, sind es dann schon mal 15%. Das finde ich eigentlich schon ganz schön frech viel, muss ich sagen. Aber und die 600.000 sind natürlich das, was über den Freibetrag hinausgeht. Ja, genau. Also 400.000 genau. Freibetrag, 600.000. Also hätte man insgesamt
Eine Million. Ja, genau. Ja. Hier kommt auch gerade eine Frage zu den Freibeträgen. Also alle 10 Jahre pro Elternteil, pro Kind 400.000. Ja. Genau, das heißt, diejenige hat es richtig verstanden, pro Kind kann ich alle 10 Jahre 800.000 so Euro kann das Kind bekommen. Ja. Wenn denn die 400.000 jeweils von einem der Eltern kommen. Also es kann nicht nur der Vater 800.000 schenken und die Mutter nichts. Das heißt, man muss natürlich auch in einer ordentlichen Planung vorher richtig verteilen, damit dann nachher die Freibeträge optimal genutzt werden können. Das war hier auch eine Frage schon zum Berliner Testament und so kommt, deswegen, das machen wir dann da, weil da spielt nämlich genau das nochmal eine Rolle mit den Freibeträgen, die eventuell dann nicht genutzt werden. Ja. Ja. Aber genau, also 800.000 Euro pro Kind, wenn denn beide Elternteile auch dieses Geld haben zu verschenken. So ist es. Ja, genau. Und Frau Rokus, die Erbschaften, die muss ich dann selber sozusagen bei der Steuererklärung angeben, ja? Ja. Oder das ist ein Meldesystem zwischen Finanzamt und den Banken. Da muss man eine Erbschaftssteuererklärung abgeben. Aber da sie dem Nachlassgericht, es ist ja so, also wenn man nichts gemacht hat oder ein privatschriftliches Testament hat, benötigt man einen Erbschein. Mhm. Und zur Erteilung eines Erbscheins muss man ein Nachlassverzeichnis vorlegen. Wenn man ein notarielles Testament hat, benötigt man keinen Erbschein. Das wird dann öffentlich veröffentlicht, das Testament. Also jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt in den Filmen, wo alle da sitzen, sondern es wird einfach ein Öffnungsprotokoll zugesandt. Da braucht man auch ein Nachlassverzeichnis. Man kommt also nicht drum rum, ein Nachlassverzeichnis zu erstellen und die gehen auch an die Finanzämter. Und man muss dann innerhalb einer bestimmten Frist eine Erbschaftssteuererklärung machen, sonst bekommt man Ärger. Das heißt, bei einem notariellen Testament erspare ich mir auch das Prozedere des Erbscheins. Ja, also das, viele machen, schrecken zunächst mal vor einem notariellen Testament zurück, weil das ja Kosten erzeugt, aber man muss manches auch bedenken. Also zum einen hat man bei einem notariellen Testament natürlich den Vorteil, dass es jemand macht, der dann auch das reinschreibt, was man will. Dazu komme ich gleich noch. Dann hat man den Vorteil, man braucht keinen Erbschein und gegebenenfalls ist ja die Kosten des Erbscheins entsprechend immer, richten sich genauso nach dem Nachlass. Es ist nur eine andere Gebühr, aber es kommt das Gleiche raus wie die Kosten des notariellen Testaments. Und das Thema ist dann, wenn Sie später versterben, haben Sie möglicherweise mehr Vermögen, also sind die Kosten für die Erben dann auch höher, kann einem egal sein, wenn man sagt, nach mir die Sintflut, aber manchen ist das halt nicht egal. Und wie gesagt, Sie haben halt den Vorteil, dass das Testament dann so formuliert ist, dass Sie nicht das Problem haben, wie man oft hat, wenn ich einen Erbscheinsantrag machen muss, habe ich oft das Problem, dass ich das handschriftliche Testament erstmal darauf prüfen muss, wen soll ich denn da jetzt eigentlich als Erben beantragen. Da stehen dann halt so Dinge drin wie, der bekommt das rote Sofa und der das grüne Auto und der bekommt das. Und ach ja, und der hat auch schon das bekommen, deshalb bekommt er jetzt da aber weniger. Und dann werden auch Fachbegriffe und irgendwann, ja, haben sie dann einfach ein Problem. Sie müssen das dann auslegen und das führt oft zu Themen mit dem Nachlassgericht, um es mal vorsichtig auszudrücken, ja. Ich sehe gerade, hier kommen gerade noch mal eine ganze Menge Fragen zu den Freibeträgen ähnlich. Okay. Da würde ich mal kurz ein bisschen einhaken. Also erste Frage ist, ist Immobilienvermögen inklusiv in dieser Tabelle? Immobilienvermögen wird nicht anders berücksichtigt als jedes andere Vermögen. Ja. Es wird festgestellt, wie hoch ist der Nachlass. Der Nachlass inklusive Immobilien, der Kunstsammlung, Gold, dem Gold im Safe, Bargeld, das Depot, alles, egal was es ist. Ja. Und das ist die Basis für diese Tabelle. Frage 1, hoffe ich, klar. Dann hatten wir hier nochmal, gilt die Regel, wenn beide Elternteile gleich viel vererben, verschenken, auch für geschiedene Eltern? Also nur eins nochmal, das Beispiel eben heißt nicht, dass beide 400 verschenken müssen. Nee. Es kann auch einer mehr oder weniger verschenken. Es geht nur darum, die Freibeträge gelten immer nur, wenn derjenige auch aus einem eigenen Vermögen es verschenken kann. Also wenn ich zum Beispiel kein Vermögen habe, kann ich diesen Freibetrag nicht nutzen.
Ob die Eltern jetzt geschieden sind oder nicht, entscheidend ist nur die Elterneigenschaft gegenüber demjenigen, der das Geschenk bekommt. Da hat Heiraten, die Heirat hat damit nichts zu tun. Die könnten auch gar nicht verheiratet sein. Stiefkind. Ja, oder eben auch, wenn sie uneheliche Kinder haben, das ist völlig egal. Wenn derjenige das Kind dieses Elternteils ist, kann er von diesem Elternteil 400.000 bekommen. Alle 10 Jahre. Wenn er nur noch einen Elternteil hat, kann er auch nur von dem was bekommen. Ich hoffe, das ist nochmal klar geworden. Wenn eine Schenkung getätigt wird, die unter den Freibeträgen liegt, muss dann auch eine Schenkungssteuererklärung erstellt werden. Ja, weil das Finanzamt ja wissen möchte, wenn sie dann demnächst wieder mal was schenken. Ja, wir schenken jetzt 200.000, demnächst 300.000, dann sind innerhalb der 10 Jahre die 100.000 steuerpflichtig. Ja. Ja. Danke. Wir haben noch ein paar Fragen, die sich auf den Wert der Immobilien beziehen. Ne? Welcher Wert wird dann angesetzt? Lass uns mal gleich machen, weil das wird komplizierter. Wir haben hier noch was Einfaches. Okay. Die Frage ist nämlich, wenn ich 150.000 Euro erbe, muss ich also in der Steuerklasse 1 11% dieser Summe bezahlen. Was heißt denn dann der Steuerfreibetrag? Nein, wenn Sie 150.000 Euro erben, müssen Sie gar nichts zahlen. Halt, wenn Sie es von Ihren Eltern bekommen, genau. Entschuldigung. Kein Problem. Wenn Sie es von Ihrer Freundin bekommen, dann müssen Sie 130.000 Euro versteuern. Genau. Also es wird quasi erst geguckt, welcher Freibetrag wird angewendet. Genau. Das war die Folie davor. Oh, von den 150.000 wird der abgezogen und danach wird in der Tabelle geguckt, wo bin ich in der Tabelle, und ich muss dann auch nur auf den verminderten Betrag die Steuer bezahlen. Genau. Und der Freibetrag wiederum hängt ja davon ab, in welchem Verwandtschaftsverhältnis man miteinander steht. Ne? Genau. Das ist der entscheidende Punkt. Genau. Mhm. Und das muss immer erst abgezogen werden und dann kommt erst die Steuerberechnung. Und dann ist noch ein Punkt mit den, wenn ein Vater zwei Töchtern ein Haus im Wert von 800.000 Euro zu Lebzeiten kauft, wird dann sofort eine Schenkungssteuer fällig? Ja, also ja, nein, nein. Also es ist so, dass er schenkt dann jedem Kind 400.000 Euro. Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer ist das Gleiche. Das heißt, das muss angegeben werden, aber da die Freibeträge 400.000 Euro sind, wird keine Schenkungssteuer fällig. Außer er schenkt der einen Tochter 600.000 Euro und der anderen 200.000. Das dann schon. Naja. So, und dann haben wir, jetzt kommen wir nämlich zu dem, was Janine schon sagte, wir haben immer sehr viele Fragen zum Thema, welcher Wert wird bei einer Immobilie gerechnet? Die werden am Bewertungsgesetz berechnet. Da muss der Steuerberater errechnen. Das macht der Steuerberater? Bitte? Das macht der Steuerberater, weil hier auch die Frage kam. Es gibt eine Bewertungsmethode nach dem Bewertungsgesetz, die der Steuerberater für die Schenkungssteuererklärung ansetzen kann. Die wird dann meist angewandt. Und das hängt davon ab, in der Regel, ob es vermietet ist oder ob es eigengenutzt wird. Da werden unterschiedliche Ansätze gemacht. Und bei der Vermietung spielt natürlich in der Regel die Mieteinnahme auch eine Rolle. Und es muss aber nicht, weil das immer kommt, weil immer gefragt wird, ob das von einem Sachverständigen geschätzt werden muss. Das ist nicht notgedrungen der Fall, richtig? Nicht zwingend. Mir fällt noch was ein, wir vererben ja immer ein Gespräch technisch an die Kinder. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man an seinen Ehegatten vererbt. Wenn das Familienwohnheim ist, da kommt's in die Frage, ist das nämlich steuerfrei für 200 Quadratmeter. Das gibt so eine spezielle Berechnung, wenn der Ehegatte 10 Jahre weiter drin wohnt, was natürlich auch eine völlige Blödsinnsregelung ist, ja, aber gut. Denn wenn der Ehegatte das Familienwohnheim vorstirbt, dem anderen Ehegatten schenkt, dann ist es auch steuerfrei, aber da gilt die 10-Jahres-Regel nicht. Da kann er dann übermorgen ausziehen. Das ist ein beliebtes Modell. Also es gibt so ein Schenkungs-, wir schenken uns immer wieder Modell und ziehen ständig um. Also wo dann ein Familienwohnheim nach dem anderen verschenkt wird zu Lebzeiten. Also da muss man darauf achten, wenn man merkt, man hätte das gerne auf dem Ehegatten, dann sollte man es zu Lebzeiten übertragen, dann gilt die 10-Jahres-Frist, Bleibefrist nicht. Genau, also das ist diese Familien... wie heißt Privilegierung ist eine Privilegierung. Ja, genau. Aber die zählt doch auch für Kinder im Erbfall, aber nur... Für Kinder, ja, aber die müssen dann auch drin wohnen. Aber gleich. Also das ist meistens gar nicht machbar. Die müssen dann relativ zackig da einziehen.
Und sie auch 10 Jahre drin wohne. Okay. Und hier fragt noch mal jemand nach der, wie lautet die Bewertungsmethode? Die Steuerberater fragen, ich bin Notarin. Ja. Das steht im Bewertungsgesetz. Also das. Genau. Mhm. Ach, das ist eine Sonderregel, genau. Das haben wir jetzt. Ja. So. Wir haben jetzt noch eine etwas allgemeinere Frage, die sich auf das Thema Testament und Schenkung schon bezieht. Die würde ich vielleicht gerne nach hinten anstellen, dass wir erstmal weitergehen in den Folien und wir beantworten die aber auf jeden Fall noch mit. Ja, es ist Ehegattenerbrecht. Wir sind ja noch immer, eigentlich sind wir noch immer der gesetzlichen Erbfolge, genau, wo wir uns schon weiter bewegt haben. Es gibt im BGB so eine Sonderregelung für Ehegatten. Denn normalerweise erbt der Ehegatte, wenn er in der normalen Zugewinngemeinschaft oder in der modifizierten Zugewinngemeinschaft lebt, also nicht in der Gütertrennung, dann erbt er ein Viertel nach dem erbrechtlichen Teil, 1931 Absatz 2, glaube ich, und ein weiteres Viertel aus dem familienrechtlichen Teil, das ist der 1371 BGB. Das heißt, der Ehegatte erbt gesetzlich ein Halb. Die andere Hälfte teilen sich dann die Kinder. Das ist das, was hier so dargestellt ist mit 25% bei zwei Kindern. Bei zwei Kindern. So, wenn man in der Gütertrennung lebt, also weder in der normalen noch in der modifizierten Zugewinngemeinschaft, dann hat der Ehegatte nur ein Viertel, der behält also das erbrechtliche Viertel und die Kinder teilen sich die restlichen drei Viertel. Und wenn es keine Kinder gibt, dann hat der Ehegatte ein Halb und die Eltern teilen sich das die andere Hälfte. Also typischerweise macht man einfach ein Testament, damit das geregelt ist, weil wer möchte mit seinen Schwiegereltern in Erbengemeinschaft sein und man möchte auch nicht so gern mit seinen Kindern in Erbengemeinschaft sein, weil das Problem, also man bildet immer eine Erbengemeinschaft, wenn man mehrere Erben ist. Das Problem bei Erbengemeinschaften ist, dass man auf Auseinandersetzung angelegt. Das ist nicht wie eine Gesellschaft, wo man gemeinschaftlich da rumwirtschaftet auf Dauer, sondern die ist auf Auseinandersetzung angelegt. Das hört sich jetzt nicht so schwierig an, weil viele sagen, ich verstehe mich ja mit meinen Kindern, aber Kinder sind entweder auch mal minderjährig, dann ist das ganz schlecht, wenn man in der Erbengemeinschaft mit Minderjährigen ist, weil dann braucht man nämlich für alles Mögliche einen Ergänzungspfleger und die Genehmigung des Familiengerichts. Oder Kinder sind inzwischen verheiratet, dann ist es ab und zu mal so, dass der Ehegatte da versucht, Einfluss zu nehmen und das auch nicht unbedingt zum Familienfrieden beiträgt. Also deshalb, gesetzliche Erbfolgen in Familienkonstellationen ist nicht so günstig. Und auch die Frage, wenn es keine Kinder gibt, hatten und wenn es keine Eltern gibt, sind wir wieder in dem Beispiel, was wir vorhin hatten, dann ziehen die Geschwister mit ein. Ja, wenn es keine Geschwister gibt und keine Großeltern mehr, dann gibt es den Fiskus und wenn man das nicht will, muss man dringend ein Testament machen und den örtlichen Hundezüchterverein oder was auch immer einem am Herzen liegt. Und die Frage, die jetzt kommt mit der Zugewinngemeinschaft, ist genau das, was wir vorhin als Beispiel hatten. Mhm. Wenn Geschwister vorhanden sind, sind sie theoretisch erbberechtigt, sie haben aber keinen Pflichtteil. Das heißt, wenn ich kein Testament habe, erben die Geschwister. Wenn ich ein Testament mache, kann ich die Geschwister enterben und sie haben keinen Pflichtteil. Also genau das, was wir vorhin hatten. So ist es. Ja, wenn es nur ein Kind gibt aus der ersten Ehe eines Ehepartners. Welcher ist denn verstorben? Der tot, also ist das Kind von dem, der gestorben ist oder von dem, der überlebt hat? Das ist die wesentliche Frage, ein oder? Ein Kind aus der ersten Ehe des Ehepartners. Vom Überlebenden? Also wenn es das Kind des Verstorbenen ist, dann hat das Kind natürlich Es hat keinen Erbanspruch. Wenn es das Kind des Verstorbenen ist? Das ist mein Stiefkind. Stiefkind. Nein. Ich versterbe und habe ein Kind aus erster Ehe. Ja. Dann hat mein Kind aus erster Ehe einen Anspruch. Von Ihnen. Von mir. Mhm. Ja. Aber von mir aber nicht. Aber wenn wir verheiratet gewesen wären und Sie versterben, das ist mein Kind, dann hat es keinen Anspruch. Genau. Ich hoffe, das war jetzt klar. Ja. Das ist klar. Ja, zum Testament und so sagen wir gleich nochmal was. Kommen wir gleich, genau. Das weiß ich. Ja, da sind wir auch schon beim Testament. Ah, da sind wir ja schon. Okay, magisch. Was gibt es denn alles für Testamente? Ja, alles Mögliche. Ja, also
Überbegriff ist erstmal das handschriftliche Testament oder das notarielle Testament. Das Nottestament, das lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor. Das ist so, wenn man kurz vor knapp noch ins Krankenhaus muss oder so. Das handschriftliche Testament. Kommen wir gleich nochmal separat zu. Ach, kommen wir separat zu. Ja. Sollen wir das dann erst machen? Ja, ich gucke mich dann mal hier dran, um weiter zu handeln. Entschuldigung. Wir gehen noch einmal zurück, weil dann erkläre ich noch Erbvertrag und Sonderform. Genau. Also, das handschriftliche oder das notarielle und als solches kann man machen ein Einzeltestament. Also das heißt, ich schreibe auf als Einzelperson, wer was bekommt und wer Erbe ist und wer ein Vermächtnis bekommt oder sonst was. Ein gemeinschaftliches Testament. Ja, wir zwei. Also ich setze die Frau, wir sind verheiratet, ich setze die Frau Steinmann ein, die Frau Steinmann mich. Das ist eigentlich schon die Sonderform Berliner Testament, wenn man es als Voll- und Schlusserbschaft macht, indem man sagt, also ich setze die Frau Steinmann ein als meinen Ehegatten, wenn die Frau Steinmann unsere Kinder als Schlusserben einsetzt und umgekehrt. Das ist die Sonderform Berliner Testament. Dazu komme ich aber gleich nochmal, warum es so schlicht nicht so günstig ist. Ja, dann gibt es das notarielle Testament. Das ist, kann man gemeinschaftlich und einzeln handschriftlich oder notariell machen. Und den Erbvertrag. Der Erbvertrag ist zweiseitig bindend, wie der Name Vertrag schon sagt. Denn das Testament, das Einzeltestament, kann ich jederzeit widerrufen. Ja, also ich setze jetzt den örtlichen Hundezüchterverein ein und der gefällt mir nach 2 Jahren nicht mehr und dann setze ich was anderes ein. Das ist ein Widerruf. Das gemeinschaftliche Testament kann ich auch jederzeit widerrufen, solange der andere noch lebt. Den Erbvertrag, der ist zweiseitig bindend. Warum mache ich Erbverträge? Weil es Situationen gibt, bei denen ich eine Sicherheit schaffen möchte für denjenigen, den ich begünstige. Aus verschiedensten Gründen. Da gibt's, manchmal wird ein Erbvertrag auch nur über ein Vermächtnis gemacht. Ich erkläre auch gern, was Vermächtnis ist. Bitte was? Hab ich? Okay. Nein, nein. Okay. Also, vielleicht kurzer Ausflug, Unterschied zwischen dem Erben und dem Vermächtnisnehmer. Der Erbe ist der, der den ganzen Pott bekommt. Da ist der Nachlass drin, da ist alles drin. Das da ist der nicht Erbe. Nur der Nachlass drin, da sind auch alle da Verträge. Ja, alles. Also der Mietvertrag für die Wohnung, wo man drin ist. Alle Verpflichtungen, und Verbindlichkeiten, alles ist da drin. Alles. So. Und da sitzt dann der Erbe drin. Und jetzt hat der Erblasser, also der Verstorbene, hat jetzt gesagt, ja, aber das gelbe Auto, das soll die Konstanze bekommen. Konstanze ist nicht Erbe, sondern das ist der Helmut, der ist Erbe. Und dann ist die Konstanze Vermächtnisnehmerin und das Vermächtnis ist ein schuldrechtlicher Anspruch gegen den Helmut auf Herausgabe, was war es, das grüne Auto? Gelbes Auto. Gelbes Auto. Gut. Also auf Herausgabe des gelben Autos. Ja? Das ist ein Vermächtnis. Und wenn man jetzt beispielsweise nicht weiß, wen man so als Erben einsetzen möchte oder man möchte irgendwie den Helmut als Erben einsetzen, man möchte aber ganz sicherstellen, dass Konstanze möchte ganz sicherstellen, dass sie das gelbe Auto bekommt und der Erblasser sagt, naja, in Gottes Namen, dann macht er mit Konstanze einen Erbvertrag. Weil wenn er das nur testamentarisch festhält, dann fällt ihm vielleicht morgen ein, dass er das gelbe Auto doch lieber der Brigitte gibt. Ja, das findet Konstanze dann nicht so gut. Das sind so die Gründe, wofür man Erbverträge macht. Ja. Das macht dann der Erblasser oder der Erbe? Der Erblasser gemeinsam mit dem Begünstigten. Deshalb ist es zweiseitig. Mhm. Ja. Okay. Deswegen ist es ein Vertrag. Mhm. Ja. Während Testamente einseitig sind. Genau. Mhm. Ja. Aber es ist eher selten, glaube ich, der Fall. Ah, gibt es ganz häufig. Ja, Vermächtnisse ganz häufig. Ja, gerade auch in Patchwork-Situationen, die eine Ehegatte, der Vater, seine Kinder aus erster Ehe einsetzt im Testament und die Freundin sagt, ja, schön, aber und ich, ja, dann macht er mit ihr ein Vermächtnis, beispielsweise auch ein Wohnrechtsvermächtnis oder ein Vermächtnis über irgendeinen Gegenstand. Das macht der Erbvertrag nicht, weil die Freundin dann sagt, ja, aber wenn du das morgen anders überlegst, dann schreibe ich mit deinen Kindern. Das sind so die Fälle für Erbverträge. So, das war jetzt etwas ausführlicher. Ich glaube, jetzt können wir... Gehen wir mal aufs Handschriftliche. Das Handschriftliche Testament. Eigenhändig, Privatschrift. Genau. Da gibt es eben Voraussetzungen, die das haben muss, wenn es
diese Voraussetzung nicht hat, ist es nichtig. Das ist schon mal das erste größte Problem. Man muss es eigenhändig verfassen, das heißt, man muss es aufschreiben, handschriftlich. Ja? Nicht tippen ist unwirksam. Also es ist nicht oldschool. So, dann muss es, möglichst soll man drüber schreiben, Testament, es muss ein Datum enthalten und es muss unterschrieben sein. Und zwar nicht nur mit einer Paraffe, sondern voller Name. Also es muss da dann Brigitte Holzhausen, Frankfurt, den 19. Mai 2022, das muss drunter stehen. Es wäre schön, wenn es leserlich wäre, sonst hat man das nächste Problem. Und persönliche Voraussetzung ist immer, dass man testierfähig ist. Bei einem notariellen Testament wird es auch geprüft, da steht es auch drin im Testament. Notarin hat sich von der Testierfähigkeit überzeugt. Das kann man natürlich beim handschriftlichen Testament jetzt nicht so hinschreiben. Probleme entstehen immer bei Testamenten von sehr betagten Leuten, die noch so kurz vorher irgendwas aufgeschrieben haben, zugunsten eines Verwandten, und dann die anderen Verwandten hinterher sagen, nee, also das kann nicht sein, die war da überhaupt, die war da überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig, dann wird das angefochten. Das sind so die Probleme beim handschriftlichen Testament. Das nächste Problem beim handschriftlichen Testament ist, dass Begriffe meistens durcheinander geworfen werden. Also entweder wird nicht eindeutig gesagt, ich setze hierdurch ABCDE zu meinen alleinigen Erben zu so und so viel Quote ein, sondern da wird dann eben diese Verteilung von Gegenständen gemacht. Und dann wird auch gern der Begriff Vermächtnis mal wild gewählt, und es ist aber gar nicht Vermächtnis gemeint, gern genommen bei Ersatzerben. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Erben ist meine Tochter X, und dann kommen ganz viele andere Dinge, und dann kommt irgendwann, also wenn meine Tochter X schon verstorben ist, dann soll vermächtnisweise meine Enkelin Y das bekommen. Das ist eigentlich kein Vermächtnis, das ist eine Ersatzerbeneinsetzung. Ich habe aber gerade so einen Streit mit dem Nachlassgericht Hamburg, die sagen, ja, da steht doch Vermächtnis drin. Die Frau war 85 und ich glaube nicht, dass ihr der Begriff Vermächtnis so geläufig war, aber sie streiten dann mit dem Nachlassgericht, weil die Begriffe einfach nicht richtig verwendet werden. Das hat man ganz oft. Aber ja, natürlich kann man handschriftlich das Testament machen. So, es kommt jetzt noch mit der Hinterlegung. Also wenn man es ändert, ist immer gut, wenn man das dann an das andere Testament dranheftet, am besten tackert und auch schreibt, Änderung zu. Und man kann das Ganze beim Amtsgericht hinterlegen. Also notarielle Testamente werden zwingend beim Amtsgericht hinterlegt. Ja. Macht es denn Sinn, kann man ein Testament handschriftlich verfassen und dann zu Ihnen kommen, zu einer Notarin? Sie sichten das und sagen dann, ja, das passt so, oder ist es dann sinnvoller, einfach gleich ein notarielles zu machen? Ja, weil in dem Moment entstehen die Kosten, und die sind nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz genau die gleichen. Also wenn ich da Hand anlege, sind es genau die gleichen Kosten, als wenn man es gleich richtig macht. Mhm. Ja. Hier ist auch eine Frage, kann man das Berliner Testament handschriftlich von den Eheleuten auch von einem Anwalt erstellen lassen und auch hinterlegen? Ist das genauso sicher wie bei einem Notar? Also ich verstehe das jetzt so, der Anwalt sagt mir, wie ich es am besten schreibe. Ich schreibe es dann handschriftlich auf. Mhm. Ja, das geht. Das kann man, ja. Dann ist es immer noch ein Handschrift, eigenhändig privatschriftliches, nur mit Beratung. Mit Erbschein, ja. Also Erbschein brauche ich nachher immer noch. Mhm. Und ist das genauso sicher wie beim Notar? Die Hinterlegung natürlich schon, oder? Aber ja, das ist das, ja. Wenn sich es auf die Hinterlegung bezieht. Also wenn der Anwalt dann auch die Belehrung über die Frage macht, wie man es widerrufen kann, dass man es aus der amtlichen Verwahrung zu zweit holen muss, dass es nur zu Lebzeiten geht, dass wenn man ein gemeinschaftliches notarielles, also gemeinschaftliches Testament widerruft, das durch Gerichtsvollzieher zustellen lassen muss, wenn das alles passiert, kann man das machen, ja. Und kostet die Hinterlegung beim Amtsgericht, kostet die etwas? Ja, die kostet was, ja. Okay. Ja, ich habe es jetzt nicht im Kopf, es war nicht so viel. Das weiß ich nicht auswendig. Ja. Ich glaube, es war irgendwo Tabelle A. Zweistellig, ja. Glaube ich. Und also notarielle Testamente werden auch immer bei der Bundesnotarkammer registriert. Die gehen auch nie verloren. Und diese Registrierung kostet 12,50 Euro. Man stelle sich vor, das ist billiger geworden. Letztes Jahr hat es noch 15 Euro gekostet. Es gibt noch Dinge, die billiger werden. Das senkt jetzt die Inflation. Unbedingt.
Frau Rokus, sagen Sie dann später noch mal was zum Berliner Testament, weil es dazu auch noch mal eine Frage gibt. Ansonsten können wir die auch jetzt einschieben. Ja, ich kann auch jetzt gleich was zum Berliner Ja, Testament sagen. so genau, ob man das auch von einem Anwalt erstellen lassen kann und Sagen hinter die wir ist es genauso sicher wie bei einem Notar. Nee, jetzt bin ich verrutscht. gerade? Aber darüber, Sagen Sie das es sonst jetzt. nicht so gut sein soll, ja. Also, Genau. Habe nicht verstanden, warum es so ein sicher ist. Berliner Testament ist dann gut, wenn man es richtig macht und wenn man nicht reinschreibt, wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein und unsere Kinder zu Schlusserben, Punkt. Das ist blöd, weil, wie wir vorhin gehört haben, haben die Kinder Freibeträge von 400.000 Euro. Die hat man damit nach dem Erstversterben schlicht gekillt. Das kann man aber heilen. Also heilen kann man es nicht, aber das kann man professioneller machen, indem man sich zwar gegenseitig zu Alleinerben einsetzt, die Kinder zu Schlusserben, aber dann ein sogenanntes Supervermächtnis, heißt wirklich so, ausbringt. Das ist rechtstechnisch gesehen, das ist ein Zweckvermächtnis, das wie folgt funktioniert. Man sagt, Lasten des überlebenden Ehegatten bringen wir zugunsten unserer Kinder B folgendes Vermächtnis aus. Der überlebende Ehegatte, das ist jetzt untechnisch gesprochen, nicht so, es ist ein bisschen länger, der überlebende Ehegatte entscheidet, wer was kriegt. Das hat folgenden Vorteil. Nach dem Tod des Ehegatten setzt man sich mit dem Vermögensberater, Steuerberater, Bankberater, irgendein Berater zusammen, schaut den Nachlass an. Was ist in dem Nachlass drin? Schaut, was brauche ich denn noch zu meiner Versorgung fürs Alter? Wie sind die Kinder geraten? Und was könnte man denen zukommen lassen, um Freibeträge zu nutzen? Denn es ist nicht so toll, jetzt ein Vermächtnis in das Testament zu schreiben, jedes Kind bekommt 400.000 Euro nach dem Überlebenden, also nach dem Erstversterbenden. Weil man weiß ja zum Zeitpunkt des Todes des Ehegatten nicht, wie die Situation ist. Brauche ich dieses Geld vielleicht noch selber für meine Altersvorsorge? Vielleicht haben die Kinder auch den falschen Ehegatten geheiratet oder sonst irgendwas. Das ist einfach ungeschickt, dann Freibeträge dadurch nutzen zu wollen, dass man sagt, die Kinder bekommen Vermächtnis in Höhe von oder die Kinder bekommen das Haus XY, weil man weiß nicht, ob das Sinn macht. Deshalb macht man dieses Zweckvermächtnis oder Supervermächtnis, indem man dem Ehegatten, dem Überlebenden, die größtmögliche Flexibilität lässt, zu entscheiden. Und deswegen ist das Berliner Testament, wenn man einfach nur diese zwei Sätze schreibt, Murks, um es mal so zu sagen. Steuerlich vor allen Dingen. Steuerlich Murks, ja. Genau, weil eben, wenn der Erste verstirbt, wir nehmen jetzt mal an der Mann, weil die Wahrscheinlichkeit ist höher, damit eben dieser Freibetrag von 400.000 pro Kind verschwindet, Überhaupt nicht genutzt weil werden er nicht kann. genutzt wird. Also es geht halt nicht, die ist dann weg. Also Ja. steuerlich ist es Murks. Und wenn man das Berliner Testament macht, dann muss man auch so Sachen machen wie Anfechtungsausschluss für neue Pflichtteilsberechtigte. Also wenn der Überlebende kann ja auch mal wieder heiraten, ja, was man dem dann ja gönnt, aber dann gibt es halt einen neuen Pflichtteilsberechtigten und das erzeugt ein neues Anfechtungsrecht. Dieses Berliner Testaments, dass die Ehegatten ja machen. Ich setze ja meinen Ehegatten nur deswegen zum Alleinerben ein, weil ich will, dass er das dann auch den Kindern vererbt. Wenn der wieder Genau. neu heiratet, dann soll er das nicht seinem neuen Ehegatten, dann neuen Kind vererben, sondern das, was er von mir bekommen hat, immer noch den Kindern. Deshalb muss so ein Anfechtungsausschluss rein. Es muss eine Wiederverheiratungsklausel rein, es muss eine Bindungswirkung rein, also dass das wirklich wechselbezüglich ist, dann kann man sich nicht mehr lösen danach, wenn man verstorben ist. Solche Dinge müssen da alle rein. Deshalb Zweizeiler nicht gut. Super komplex, ja. Entschuldigung, ja, ich war ein bisschen ausführlich. Nee, alles gut, dafür sind wir ja heute hier. Ja, ich weiß nicht, Frau Rokus, waren Sie schon durch mit der? Ich habe mich jetzt Ich verpuzzelt. glaube, damit sind wir durch Wir sind mit immer der noch Folge. privatschriftlich, ne? Die späteren Änderungen und so sollten eben auch nochmal unterschrieben werden, nochmal mit Ort und Datum abgezeichnet werden. Ja, Okay. das kommen wir zum notariellen Testament. Ja, gut, das kann man ab 16 machen. Das ist eine Beurkundung. Das wird aufgesetzt, wie wenn das der Anwalt macht, wird dann besprochen, wird dann beurkundet. Die Urkunde geht dann in die amtliche Verwahrung beim Amtsgericht des Amtssitzes des Notars oder auf Wunsch auch bei einem anderen Amtsgericht.
Dann bekommt der, also der, die Beteiligten der Urkunde bekommen dann Hinterlegungsschein. Den muss man gut aufbewahren. Und wenn man es widerrufen will, muss man es entweder aus der amtlichen Verwahrung holen, dann ist es auf jeden Fall widerrufen, oder man widerruft es, man kann es auch durch ein, also ein Einzeltestament kann man auch durch ein handschriftliches Testament widerrufen. Das sollte dann allerdings nicht verloren gehen, sonst gilt das Alte, wenn man es nicht rausgeholt hat. Und beim gemeinschaftlichen Testament, wie gesagt, ist es ein bisschen komplizierter, das zu widerrufen. Da muss man es entweder gemeinschaftlich aus der amtlichen Verwahrung holen oder eben den Widerruf durch Gerichtsvollzieher zustellen lassen. Ja. So. Vielleicht nochmal, hier ist nochmal eine Frage zum Berliner Testament aufgekommen, ob es da keinen Pflichtteil für Kinder gibt. Doch, die gibt ja, es. Ja, das ist eine gute Frage. Deshalb macht man in so ein Testament auch eine Pflichtteilsstrafklausel rein. Wie gesagt, der Zweizeiler ist Murks. Die Pflichtteilsstrafklausel sagt, wenn ein Kind nach dem überlebenden Ehegatten seinen Pflichtteil geltend macht, fliegt es hinten als Schlusserbe raus. Genau, weil er hat einen Pflichtteil. Das kann man nicht verhindern. Und übrigens vielleicht in dem Zusammenhang, da ist die Frage, haben Pflichtteilsberechtigte Anspruch auf Konteneinsicht rückwirkend für 10 Jahre? Nee, das ist ein großes Problem. Die haben nur einen Auskunftsanspruch. Und wenn der Erbe sagt, ja, da gab es nichts und man ist nicht so ganz sicher, dann muss man das einklagen, den Auskunftsanspruch, und auf eine eidesstattliche Versicherung hinwirken. Das ist alles sehr mühsam. Und kann man so grundsätzlich sagen, ist es besser, wenn jeder Ehepartner ein eigenes Testament macht? Das ist einzelfallabhängig. Eigentlich kann man sehr gut gemeinschaftliche Testamente machen, insbesondere wenn man diese Zweckvermächtnisse machen möchte. Jeder ein einzelnes macht man manchmal aus steuerlichen Gründen, wenn man, ist jetzt ein bisschen technisch, eine Betriebsaufspaltung hat und aufpassen muss, dass sich die Gegenstände nicht vermischen, dann sollte jeder ein einzelnes machen. Da setzt man sich dann aber auch nicht gegenseitig ein, weil das macht, kann man ja auch im Gemeinschaftlichen, sondern da setzt man dann andere Menschen ein. Ja? Also man kann das machen, aber nur wenn es Sinn macht eigentlich. Und wenn man sich sagt, ich möchte diese Bindungswirkung nicht. Ich möchte nach dem Tod des anderen vielleicht doch das dem Pfleger, der mich pflegt, vererben, nicht meinen Kindern. Wir haben auch nochmal eine Frage zum handschriftlichen Testament. Reicht es aus, wenn man im bestehenden handschriftlichen Testament Streichungen oder Änderungen vornimmt, dies in einer sichtbar anderen Farbe tut und dies dann neu mit Datum der Änderung zu unterschreiben? Oder muss das Testament neu geschrieben werden? Kommt wahrscheinlich auf den Umfang der Streichung an. Ich würde es nicht auslegen wollen. Ich würde immer, wenn, dann ein Zusatzblatt machen und schreiben, Änderung zu meinem Testament vom so und so vielten, und dann schreibe ich die Änderungen hinten rein. Also Ziffer sowieso soll nicht gelten und das will ich nicht mehr. Oder ich schreibe es gleich ganz neu. Aber so, Streichungen ist nicht günstig. Man muss sich ja immer überlegen, dass ein unbeteiligter Dritter gegebenenfalls nachher herausfinden muss, was man damit gemeint hat. Und das ist halt. Und es auch angefochten wird. Ja, genau. Und jemand anders dann vielleicht sagt. Ja, wenn da jetzt dann drin steht, Erbe ist A und B und dann streichen sie B durch. Und dann schreiben sie unten ein Datum drunter mit dem gleichen roten Stift. Dann würde ich als B sagen, ist das die gleiche Handschrift? War sie da noch testierfähig? Also als auf der anderen Seite würde mir dann einiges einfallen. Ja. Ja. Kosten haben wir jetzt noch, genau. Kosten. Ja, das richtet sich, wie gesagt, nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz. Also Bemessungsgrundlage ist der Wert des Nachlasses. Und da gibt es dann Tabellen, wie man hier so sieht. Einzeltestament ist eine 1,0 Gebühr, gemeinschaftliches Testament, weil zwei was miteinander auf einmal eine 2,0 Gebühr. Und dazu errechnet sich das ungefähr. Das ist ganz individuell. So, ich denke, mit dem Testament haben wir jetzt, Wir haben nachher bestimmt noch Fragen, aber vielleicht sollten wir, das eine oder andere erledigt sich ja auch, vielleicht, wenn wir mal gucken, was man denn machen könnte,
damit man eben steuerlich und Ähnliches schon mal vorher Es wurden ja auch Fragen gestellt nach Schenkungen zu Lebzeiten. Also bislang haben wir immer nur davon geredet, was ist, wenn ich sterbe. Genau. Ja? Aber ich kann ja schon vorher anfangen, Freibeträge zu nutzen, Geschenke zu machen. Das nennt man Schenkungen in vorweggenommener Erbfolge oder auch Schenkungen mit warmer Hand, finde ich ganz gruselig, den Begriff. Ja, also Schenkungen in vorweggenommener Erbfolge finde ich irgendwie schöner. Und was kann man jetzt schenken? Man kann alles schenken. Immobilien, Depots, whatever, Geld, Gold, Autos. Meistens schenkt man Immobilien. Das ist ein beliebtes Schenkungsobjekt. Da muss man aber, bei Schenkungen muss man drei Dinge beachten. Einmal die Störfälle, einmal die eigene Altersvorsorge und dann, dass es vielleicht auch, wenn man verstirbt, noch andere Erben geben könnte. Was sind die Störfälle? Also die Störfälle sind das Vorversterben des Beschenkten, die Insolvenz des Beschenkten, die Zwangsvollstreckung beim Beschenkten, der Drogen- und Alkoholmissbrauch beim Beschenkten, der heiratet ohne Ehevertrag, er fällt der Sekte anheim. Das sind so Störfälle beispielsweise. Und für diese Störfälle behält man sich ein Rückforderungsrecht vor. Und bei Immobilien sichert man dieses Rückforderungsrecht durch eine Rückauflassungsvormerkung im Grundbuch ab, dass der nicht auf die Idee kommt, dass, ach, veräußern ist übrigens auch ein Störfall oder belasten ist ein Störfall. Also das kann man alles absichern im Grundbuch. Bei Immobilien ist das relativ schick. Macht man dazu einen Schenkungsvertrag? Also sollte man den generell immer machen? Beim Immobilien ist ja zwingend erforderlich, dass es notariell ist. Man kann ja Immobilien notariell übertragen. Da schreibt man das als Notar schon mal 8 Punkte mindestens rein. Da auch die Rückauflassungsvormerkung. Und dann kann man sich natürlich den Nießbrauch vorbehalten. Der Nießbrauch, das wurden wir letztes Mal empört gefragt, weil wir haben ja vom Nießbrauch gesprochen, was der Nießbrauch ist. Vielleicht ganz kurz noch zum Störfall. Ja. Ist es generell so, alles, was sich im Zeitpunkt der Schenkung nicht mit dem Beschenkten vereinbare, ich kann das nicht nachträglich machen. Das sind die mehreren Erben. Ja, aber auch jetzt, sag ich mal, wenn ich sage, ich möchte das von dir zurückhaben, das kann ich nur in dem Moment, wo ich die Schenkung mache, kann ich quasi Bedingungen daran klopfen. Ja. Ich kann nicht erst schenken und dann nachher fällt mir ein. Also das muss ich im Zeitpunkt der Schenkung, muss ich diese Rückforderungsrechte mir vorbehalten. Genau, also es ist ja nicht zustimmungspflichtig, sondern ich entscheide als Schenker, was ich da mache. Genau. Aber ich muss es ich muss quasi die Bedingungen der Schenkung in diesem Zeitpunkt bekannt geben. Ich kann nicht nachträglich. Ja, nicht 2 Jahre später geschenkt und sagen, gut, du bist jetzt aber kein guter Junge, das hätte ich jetzt gern zurück. Das funktioniert nicht, wenn es nicht vorbehalten ist. Dazu hatten wir auch eine Frage im Vorfeld per E-Mail. Ich weiß nicht, ob die da auch drunter fällt. Gern würde ich meinem Sohn mein Haus schenken. Was passiert aber, wenn ich im Alter auf diese Finanzressource zurückgreifen muss? Wie kann man sowas am besten lösen? Also kann ich das dann auch festhalten? Also da würden wir jetzt klassischerweise auf den Schaukelstuhl die Altersvorsorge kommen. Genau, das ist weil da sind wir nämlich dann beim Nießbrauch. Mhm. Und da haben wir, diesmal erklären wir gleich, was der Nießbrauch ist. Genau. Denn bitte. Der Nießbrauch, das ist die Fruchtziehung aus der Immobilie. Genau. Das heißt also, die Immobilie, wenn sie vermietet ist, dann stehen demjenigen, der den Nießbrauch sich vorbehält, weiterhin die Mieten zu. Das heißt, wenn ich also eine vermietete Immobilie habe, die ich meinem Sohn gerne schenken möchte, dann kann ich das tun. Der kriegt quasi schon mal das Haus an sich, aber ich kriege weiterhin die Mieten daraus und kann damit halt mich finanziell fürs Alter absichern. Genau. Das nennt man Nießbrauchsvorbehalt. Genau. Und dafür wird dann, weil ja immer die Frage ist, welcher Wert hat so eine Immobilie, wenn ich es verschenke? Dieser Wert wird quasi vermindert, also der ermittelte Wert für die Immobilie wird dann vermindert um diesen Nießbrauchswert. Genau. Also der Nießbrauch errechnet sich technisch über so einen Kapitalisierungsfaktor, das Alter mal schlag mich tot. Da kommt dann, wir machen mal ein Beispiel, die Immobilie ist 600.000 Euro wert. Ich schenke die einem Kind.
und behalte mir den Nießbrauch vor. Ich bin irgendwie 50 Jahre alt und dann, keine Ahnung, wie viel es dann ist, aber angenommen, dieser Nießbrauch hochgerechnet auf die Sterbetabelle wären dann 200.000 Euro. Dann ist der geschenkte Wert für das Finanzamt 600.000 minus den 200.000, 400.000. Und das bedeutet also, wenn ich mir den Nießbrauch vorbehalte, kann ich quasi mehr Vermögen schenken, weil ich ja den Nießbrauch abziehen kann. Noch. Das wird auch wahrscheinlich ein Problem werden demnächst, weil man muss sich ja was einfallen lassen, wo man ansetzen kann beim Fiskus. Da kommt jetzt übrigens gerade die Frage, wenn ich den Nießbrauch behalte, muss ich aber auch das Haus unterhalten. Ja, so gewisse Dinge schon, ja. Das ist ja aber auch dann abzugsfähig, wenn man jetzt die Mieten kassiert, dann hat man ja auch dadurch Werbungskosten. Das ist ja Sinn der Übung, dass man das dann auch weiter bezahlt. Genau. Und wenn ich das Haus aber selbst bewohne, dann macht der Nießbrauch keinen Sinn, dann ist es ein Wohnrecht. Ja, aber auch Wohnrecht wirkt mindernd. Genau, dann wird nämlich geguckt, wie lange werde ich denn voraussichtlich noch dort wohnen? Was wäre denn normal die Miete? Ja. Und das wird dann abgezogen bei der Bewertung. Die Frage hier bezog sich auch, da ging es ja noch ein bisschen weiter, genau. Wenn man einen Kredit dann, also als Schenker dann noch einen Kredit aufnehmen kann, das, also Grundschuld eintragen will, das geht nicht mehr. Also man muss sich über eins im Klaren sein, wenn man es geschenkt hat, ist das Eigentum weg. Das belasten kann das nur der Eigentümer. Wenn man die Hand draufhalten will, weiterhin muss man andere Modelle machen mit Gesellschaften und so, das geht. Aber wenn man den Vermögensgegenstand selbst schenkt gegen Missbrauch, dann ist der Vermögensgegenstand selbst nicht mehr belastbar. Das müsste man dann anders lösen mit anderen Modellen. So, haben wir noch eine Frage? Zu dem gerade nicht, aber dann können wir auf die mehrere Erben gehen, oder? Ja, genau, mehrere Erben. Also wenn man schenkt dem Sohn die 600.000 Euro Haus, man hat aber noch eine Tochter und man hat noch mehrere Häuser, dann ist es sehr, und man setzt seine Kinder zu gleichen Teilen ein, dann ist es sehr sinnvoll, in dieser Schenkungsurkunde zu schreiben, dass der Sohn das unter Anrechnung auf seinen Erbteil bekommt. Weil wenn das nicht drinsteht, bekommt er es einfach so. Und die, er hat dann zum Schluss hat er noch 2 Millionen und dann bekommt jeder eine Million. Aber der Sohn hat eigentlich 1,6 Millionen bekommen. Und wenn man das nicht will, muss man immer schreiben, die Schenkung erfolgt unter Anrechnung auf den Erbteil. Sonst sind die anderen Erben benachteiligt. Ja. Ja, mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Genau. Also generell, egal ob es eine Immobilie ist oder was anderes, wenn ich nichts dazu sage, dann wird das nachher halt auch nicht in Anrechnung gebracht. So ist es, genau. Das ist, glaube ich, häufig auch etwas. Es wird oft vergessen. Es wird bei Immobilien nicht so vergessen, weil das macht ja ein Notar und der sollte daran erinnern. Aber wenn man jetzt so Geld schenkt, damit sich ein Kind ein Haus oder eine Wohnung oder irgendwas kaufen kann, dann wird es meistens nur einfach überwiesen. Und wenn man noch weitergeht, wird vielleicht noch vereinbart, Zweckschenkung, es wird geschenkt zum Zwecke des Erwerbs der Wohnung XY. Aber es wird dann nicht dazu geschrieben, dass es unter Anrechnung des Erbteils erfolgt und dann ist es futsch. Man kann das dann mit so einem Kniff im Testament wieder heilen, aber wenn man das vergessen hat mit dem Kniff im Testament, ist ganz es weg. Schlecht. Ja. Und weil ja auch nochmal die Frage kam, welcher Wert wird als Grundlage gewertet beim Haus und Grundstück, Verkehrswert oder Sachwert, das hatten wir vorhin schon mal bei der Erbschaft. Ja. Die Schenkung wird der Wert genauso berechnet. Genau. Also der Wert der Immobilie ist jetzt, wenn kein Nießbrauch oder Wohnrecht drauf liegt, genau der gleiche wie im Erbschaftsfall. Ja. Da tut sich gar nichts. Ja. Ja. Genau. Oh. So. Dann. Wir haben jetzt unsere Tipps noch, aber die müssen wir ja nicht vortragen, haben wir ja alles gesagt. Und dann wären wir jetzt offen für Fragen. Ja, wir können ja noch mal kurz drüber gucken. Genau, einen Punkt hatten wir nämlich noch nicht, den letzten. Ne? Das, der digitale. Da gibt es ja die bahnbrechende BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2019, dass der digitale Nachlass genauso behandelt wird wie der sonstige Nachlass, was theoretisch schön ist, aber praktisch schwierig, weil wenn Sie Facebook, Instagram, sonst wie Seiten haben, haben die alle Passwort. Und dann wäre es schon hilfreich, wenn man das irgendwo aufschreibt.
weil sonst kann man zwar digitalen Nachlass haben, aber man kann es dann schlecht löschen. Sie haben dann zwar den Anspruch auf Löschung oder Übergang, aber die das im BGH durchgestritten haben, haben von 2012, 11, 12 bis 2019 Facebook verklagt, Einsicht nehmen zu dürfen. Also mein Rat ist, der digitale Nachlass, den sollte man schon so regeln, dass man alles aufschreibt und schreibt, da Passwort XY, also Sie machen so eine Passworttabelle oder whatever. Da kommt auch gerade die Frage, was ist der digitale Nachlass? Der digitale Nachlass umfasst alles das, wo man sich letztlich im Internet tummelt. Also wenn ich eine Facebook-Seite habe, ich habe ein Amazon-Konto, ich habe also gruselig eigentlich inzwischen, ja. Ja, also wenn man sich mal überlegt, wo man überall angemeldet ist. Da gibt es wahrscheinlich ganz viele Friedhöfe, also digitale Friedhöfe, die halt nicht mehr. Genau. Und also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe die Passwörter auch nicht alle aufgeschrieben. Ich habe einen Passwortmanager. Ja, aber den müssen Sie auch freigeben. Dann. Da gibt es aber nur ein Masterpasswort, was ich mal mitteilen muss. Boah, ich bin beneidenswert. Ja, und dann schreiben Sie dann dieses Masterpasswort in Ihr Testament? Oder also, es muss ja jemand zugänglich sein. Also wenn Sie es hinterlegen, können Sie das machen. Ja. Weil dann ist es ja ein verschlossener. Also notarielle Testamente werden in einem verschlossenen Umschlag unterzeichnet von mir zum Gericht geschickt. Ja? Die werden auch dann erst geöffnet im Todesfall. Also da ist es ziemlich sicher. Und die Frage mit den Bitcoins, hier ist die Frage, was ist mit Bitcoins? Mhm. Also natürlich gehören Bitcoins sowieso zum Nachlass. Zum Nachlass. Mhm. Und da ist es natürlich extrem wichtig, die 24 Passworte irgendwo aufzubewahren. Genau, also je nachdem natürlich, wie man ob man es tatsächlich in einer echten Wallet hat oder Exchange, ja. Da muss man dann die Passworte aufschreiben. Na, aber Bitcoins gehören natürlich zum Nachlass. Klar. Ja. Na? Ja, auch wenn das keine Werte sind, ne, diese digitale Nachlass, aber oft ist es trotzdem den Hinterbliebenen. Ja, hier ist gerade die Frage, dass es ja keine Werte sind, aber man erbt ja auch nicht nur Werte. Also wie gesagt, man tritt in alle Verträge des Erblassers ein, nochmal ganz klar. Den alten Handyvertrag, den Stromvertrag, den eben die Daten bei Facebook. Vielleicht möchte man ja auch gar nicht, dass diese ganzen Fotos und Einträge die nächsten wie auch immer, wie lange es das geben wird, Millionen Jahre bei Facebook abrufbar sind. Ja. Ja. Also insofern, ja. Aber wir haben ja noch eine Menge andere Fragen. Wo fangen wir denn an? Genau. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit der letzten an. Wenn ich ein notarielles Testament anfertigen lasse und 10 oder 20 Jahre später Anpassung vornehmen lassen möchte, ist dann die komplette Gebühr erneut fällig? Also ich kann das notarielle Testament ist ja hinterlegt. Und ich kann zu dem Hinterlegungsschein auch handschriftlich Änderungen machen. Die sollten aber dann möglichst zu dem Testament passen. Sonst wird es ein bisschen chaotisch. Und wenn man handschriftlich, sind dann natürlich keine Gebühren erforderlich. Aber wenn ich Änderungen mache und eine Erbeinsetzung zum Beispiel ändere, ja. Wobei man Testamente bitte auch alle 5 Jahre anschaut, weil sich Settings ändern, Situationen ändern. Okay, das ist ja auch ein wichtiger Tipp. Alle 5 Jahre draufschauen. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Haben wir hier, sollte man bei minderjährigen Kindern und Immobilienbesitz ein Berliner Testament mit diversen Zusätzen machen? Ja, da sollte man unbedingt Testamentsvollstrecker einsetzen und eine Sorgerechtsverfügung ins Testament machen. Also für den Katastrophenfall, dass beide Eltern versterben. Eine Frage, die wir vorhin noch nicht beantwortet haben, wenn auf dem Objekt, das verschenkt werden soll, eine Grundschuld eingetragen ist, muss diese vorab gelöscht werden? Also die Grundschuld ist ja nur die dingliche Absicherung des schuldrechtlichen Darlehens. Ja? Und die wird auch nur dann abgelöst werden, wenn das schuldrechtliche Darlehen getilgt ist, dann kann sie nämlich gelöscht werden. Wenn das schuldrechtliche Darlehen nicht getilgt ist, dann bleibt die Grundschuld auf dem Objekt bestehen. Und dann kann entweder eine Schuldhaftentlassung erfolgen, indem auch das persönliche Darlehen übergeht oder der andere zahlt halt das Darlehen ab. Und man wird dann belehrt, dass die Grundschuld auf dem geschenkten Objekt ist und dass eben die auch noch ein Darlehen absichert. Die wird nicht gelöscht, wenn
Das ist Darlehen. Aber die Frage ist wahrscheinlich die, häufig ist ja so, dass man die Grundschuld bestehen lässt. Kann man auch mal revalutieren, ja. Genau, damit man sie später nochmal benutzt. Wieder aufleben lassen. Aber dann kann ich sie auch eigentlich drauf bestehen lassen. Ja, das ist ein bisschen komplizierteres Verfahren, kostet auch Geld, wenn man sie wieder aufleben lässt, aber es ist auch einzelfallabhängig. Ja. Okay, so. Wann und zu welchem Zeitpunkt sollte man Wohneigentum verschenken, ist noch eine Frage, die offen ist. Das kommt auf die individuelle Situation an. Ja. Wie alt man ist, wie viele Kinder, was man damit bezweckt, wie alt die Kinder sind. Das ist so schwierig zu beantworten. Ja. Das war, glaube ich, eine Frage. Ich habe auch eine Frage. Ja, gerne. Ja, was ist, wenn man keine Kinder hat? Ich habe mich leider spät eingeloggt. Ich hatte aber schriftlich meine Fragen geschickt. Wenn man keine Kinder hat, und kann man einen Pflichtteil machen für die Enkelkinder oder einen Pflichtteil für Gemeinden und Freunde, die auf einem vielleicht im späteren Alter aufpassen? Oder nein. Nee, ein Pflichtteil ist ja nur, wenn Sie einen gesetzlichen Erben enterben. Was Sie meinen, ist vielleicht ein Vermächtnis. Ja, Sie müssen ja erstmal entscheiden, wenn Sie keine Kinder haben, wer soll denn erben? Das ist immer die erste Frage. Und wenn Sie Enkel haben, erben die sowieso, wenn Sie nichts tun. Nein, Entschuldigung, ich habe nicht Enkel, das sind die Enkel von meiner verstorbenen Schwester. Entschuldigung, das sind die Enkel und Großenkelin. Ja. Und dann habe ich eine Art Pflegegeschwister im Ausland, wie auch hier. Aber die im Ausland, die sind arm. Und denen würde ich schon die Hälfte lassen. Die Hälfte, sagen wir so, ein Viertel den Enkel von meiner Schwester und ein Viertel diese Pflegegeschwister. Und die andere Hälfte würde ich für die Leute hier. Dann müssen Sie es genau so mit einer Quote verteilen. Und schreiben, dass das alles Erben sind. Die bilden dann eine Erbengemeinschaft. Oder Sie sagen, einer davon ist der Erbe, der kriegt alles und die anderen kriegen das vermächtnisweise. Also man kann das halt verteilen, so wie man das haben möchte. Aber es ist halt wichtig, das korrekt zu formulieren, weil es eben diese Begriffe Erben und Vermächtnis geht. Ja, mit Vermächtnis. Bitte? Mit Vermächtnis habe ich mich jetzt leider nicht so angefreundet, habe ich mich noch nicht so richtig beschäftigt. Was ich erklärt hatte. Ja, leider habe ich mich um 20 Minuten noch einloggen können. Wie ist es, wenn man im Ausland, die Familie ist teils in Südamerika, wie ist es? Ist ein Testament hier in Deutschland? Ich habe beide Staatsangehörigkeiten, aber ich lebe hier. Dann können Sie eine Rechtswahl treffen für deutsches Recht. Man kann, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, den man beachten sollte. Nach der EU-Erbrechtsverordnung wird man beerbt nach dem Recht, wo man zum Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ja? Das heißt nicht der dreiwöchige Urlaub, aber man überwintert in Mallorca und stirbt dort. Und wenn man das geregelt hat, wird man nach mallorquinischem Recht beerbt, was bei Berliner Testament eine ziemliche Katastrophe ist, weil die kennen das nicht und das ist dann unwirksam und es gilt das gesetzliche Erbrecht von Mallorca. Ja. Wenn man sowas im Kopf hat, dass man woanders leben möchte, dann muss man eine Rechtswahl im Testament treffen und man kann aber immer nur das Recht der eigenen Staatsangehörigkeit wählen. Wenn Sie auch eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, können Sie im Testament das auch wählen. Ja, und das heißt, dass wenn ich in Mallorca bin und da sterbe, was gilt dann? Spanisches Recht, mallorquinisches Recht oder deutsches Recht? Wenn Sie in Mallorca leben und dort sterben und keine Rechtswahl in einem deutschen Testament getroffen haben, gilt mallorquinisches Recht. Nee, noch kann ich das machen. Ich könnte dann diese Wahl für deutsches Recht machen. Ja, dann gilt das Testament unter dem deutschen Recht, was Sie gemacht haben. Ja. Hier kam jetzt auch noch eine Frage in die Richtung rein, ob es einen Pflichtteil für Halbgeschwister gibt, die im Ausland sind. Wenn ich für mein Erbe deutsches Recht gewählt habe. Ja. Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Ein Pflichtteil für Halbgeschwister im Ausland. Also wenn ich sterbe und ich hätte Halbgeschwister im Ausland. Und Geschwister haben gar keinen Pflichtteil. Ja. Was bedeutet das?
Man muss es. Ja, aber vielleicht sollten wir das, weil alle anderen haben jetzt so, waren ja die ganze Zeit dabei, die haben jetzt vielleicht auch nochmal Fragen, weil wir haben einiges davon ja vorhin schon beantwortet. Ja, aber kurz, soll man das testamentarische Testamentar festlegen? Wenn man so halt natürlich, ja, natürlich. Sie haben nur eine Chance bei Ihrer Konstellation, wenn Sie das vernünftig testamentarisch regeln. Ja, okay. Hm? Gut. Okay, danke. Bitte. Ja, ansonsten noch jemand, der direkt persönlich fragen möchte. Ansonsten würden wir nochmal durch den Chat durchschauen. Dann würde ich jetzt mal, hier war eine Frage im Chat. Wenn durch den Überlebenden ein neues Testament beim Notar gemacht wurde, und der Überlebende dieses beim anderen Gericht hinterlegt hat, muss das alte Testament beim Gericht eingefordert werden? Da haben wir also jetzt aber die Frage, gibt es ein gemeinschaftliches Testament oder nicht? Der Überlebende kann dann kein neues Testament wirksam erstellen, wenn es noch ein altes gibt. Und wenn es ein neues war, ist es registriert. Und dann werden die alle aus allen Richtungen zusammengerufen und dann wird geguckt, was gibt es für Testamente und welches ist wirksam? Also das heißt, wenn in dem Beispiel, wie es geschrieben ist, also es gäbe ja nur dann noch eines bei einem anderen Notar, wenn es ein gemeinschaftliches gegeben hat, ja, ja. Wobei das wäre ja schon aufgedeckt worden. Und nein, das Problem ist oft, das Problem ist oft, dass Ehegatten in zweiter Ehe, die schon 10 Jahre in zweiter Ehe verheiratet sind, kommen und ein Testament machen. Und dann muss man die fragen, haben Sie eigentlich, waren Sie schon mal verheiratet? Ja. Haben Sie schon mal ein Testament gemacht? Ja. Sind Sie geschieden? Nein, meine Frau ist verstorben. Mhm. Okay, und dann kann es sein, dass Sie kein Testament machen können. Okay. Da muss man das Alte nämlich erstmal lesen. Ja. Da haben wir tatsächlich eine Frage. Also mündlich, wir haben noch mehr Fragen. Aber. Ja. Ihr Mikro ist noch aus, genau, Sie können aber gerne. Ja, jetzt. Also, ja, ich habe ganz konkret eine Frage. Ich habe gesetzt den Fall, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder. Die Eltern sind tot und es gibt auch keine Geschwister. Mhm. Es gibt zwar Cousinen und Cousins und deren Abkömmlinge, wenn ich jetzt nichts geregelt habe und morgen ereilt mich der Tod, was passiert dann mit meinem Nachlass? Also Ihre Eltern sind verstorben und Sie haben Geschwister? Keine Geschwister, keine Eltern, keine Kinder. Aber Sie haben gerade gesagt, Sie hätten Cousins. Ja. Cousins und Cousinen, ja. Also hatten Sie Geschwister, aber die sind verstorben? Nein, das sind dann von den Eltern, die Geschwister. Also Großcousins. Großeltern, ja, dann kriegen die das. Ja, die kriegen das. Also das ist dann quasi schon auch noch geregelt über diese Ebenen hinaus. Mhm. Okay. Mhm. Aber die haben halt einen ganz kleinen Freibetrag. Ich glaube 20.000. Ja. Sind die dann damit gleichberechtigt mit fremden anderen, das Tierheim oder die Kunstakademie? Nein, wenn Sie das Tierheim einsetzen möchten, müssen Sie das Tierheim einsetzen. Also da brauchen Sie ein Testament. Dann müssen Sie eine testamentarische Verfügung machen. Mhm. Ja, die Frage bezog sich auf die Freibeträge, weil Sie gerade gesagt haben. Ja, genau. 20.000 wie das Tierheim, genau. Mhm. Okay, also im einen Fall ist es geregelt, weil es ja noch Cousinen und Cousins sind, aber alles, was dann darüber hinausgeht, per Testament, ist per Testament zu regeln. Genau. Und dann könnten Sie auch sagen, es geht alles ans Tierheim, weil die Großcousins und Cousinen keinen Pflichtteil haben. Die müssen dann nichts kriegen. Die bekommen nur dann was, wenn sie nichts regeln. Okay. Mhm. Ja, vielen Dank. Danke für Ihre Frage. Was haben wir hier nochmal? Wir haben hier, also kommt, da muss ich selber erstmal aufzeichnen.
Wenn man keine Verwandtschaft mehr hat und alles an verschiedene Freunde vererben will, muss man dann einen Freund als Erben einsetzen. Der verteilt dann an die anderen Freunde die Vermächtnisse. Das kann man so machen. Man kann alle einsetzen zu Quoten. Und die müssen sich dann auseinandersetzen. Aber man kann es auch so machen, dass man einen einsetzt und diese Vermächtnisse einzeln ausbringt. Das hängt so ein bisschen davon ab, wer einem am nächsten ist oder ob einem alle gleich nahe sind. Wem man am meisten vertraut oder so. Ich mal gerade, weil wir haben hier noch eine Frage. Wenn ich versterbe ohne Testament und meine Hinterbliebenen sind ein Kind, Ein Elternteil, ein Elternteil und ein Geschwisterteil plus ein nicht verheirateter Partner, der Vater des Kindes, Kind erbt 100%. erbt dann das Kind 50, Bruder und Elternteil hier 25. Also der Bruder ist schon mal raus. Solange die Eltern noch da sind, Kind erbt ist das alles. Bruder. Ja, aber nee, das stimmt. Kind erbt alles. Ja, Geht Kind immer erbt nach alles. Erstordnung, Kind Immer erbt nach alles. unten. Kind Immer. erbt 100%. Und der verheiratete Partner oder nicht verheiratet, also Der hat keine nur Chance. weil er Kindsvater ist, hat er hat beim Der, Tod des Kindes einen ja. Anspruch, aber nicht beim Tod der Mutter des Ja, Kindes. genau. Also solange Kinder da sind, geht immer alles an die Kinder. Ja. Außer man ist verheiratet, gell? Genau. Wenn sie verheiratet wären. Dann hätte er die Hälfte, je nachdem, die Hälfte und das Kind die Hälfte. Ja. Wir haben noch mal eine Frage dort, sehe ich. Eine Ja, gerne. persönliche. Deine Gerne. Hand. Frau Di Lorenzi. Ah, Sie okay. sind, Ich ja, muss gerade jetzt. meine Stummschaltung noch aufheben. Ich habe eine Frage, und zwar, wie ist das mit dem Mann, also zum Beispiel meine Eltern sterben, ich lebe in Zugewinngemeinschaft mit meinem Mann und erbe ein erhebliches Vermögen. Geht das dann in die Zugewinn- oder umgekehrt, mein Mann erbt, geht das dann in die Zugewinngemeinschaft ein oder ist das mein? Also, es geht in die Berechnung des Zugewinnvermögens, des Zugewinnausgleichs nicht ein, also der Grundstock. Also angenommen, Sie erben 1 Million, dann bildet diese 1 Million Anfangsvermögen. Ja? Und wenn aus dieser 1 Million während Ihrer Ehe aber 1,5 werden, dann sind die 500.000 Zugewinn. Genau, aber die 1 Million, die Und ist dann immer sozusagen Ihre erstmal so Gewinnung. ein, Rechnerisch sowieso. ja. Danke. Bei der Zugewinngemeinschaft sind eben Erbschaften und auch Schenkungen, gilt Immer das Gleiche, Anfangsvermögen. sind quasi, werden von ihrem, dem Wert, wo man sie bekommt, rausgerechnet. Ja. Aber wenn ich daraus dann 2 Millionen mache, Dann ist die dann Million ist die Zugewinn. 1 Million Zugewinn. Danke. Was haben wir noch? Cousins, Cousinen hatten wir. Und es gibt Aber keinen Freibetrag für nicht verheiratete Partner? ja, doch, Nein. 20, 20.000. 20.000. Denen auch das Tierheim kriegt. Ich finde das so schön. Das ist so, ja, Der ist das so ist einfach, auffällig. das passt irgendwie, ne? Lala, wir hatten nur noch, wenn man in Zugewinngemeinschaft lebt und keine Eltern mehr leben, aber Geschwister vorhanden sind, wie sieht es mit dem Pflichtteil der Geschwister aus? Hatten wir schon, haben keinen. So, wie verhalte ich mich am besten, wenn seit 34 Jahren unverheiratet zusammenwohnend, Frau Geldvermögen, Mann Immobilie. Testament, Schenkung, Fragezeichen. Also ich vermute mal, also wir wohnen seit 34 Jahren zusammen. Das ganze Geldvermögen ist bei der Frau und der Mann hat die Immobilie. Ja gut, die Ich würde als Frage ist erstes ja, mal die Heirat das empfehlen. erhöht die Das Freibeträge erhöht ungemein. ungemein die Freibeträge, weil dann kann man auch Immobilie zur Hälfte frei, also steuerfrei hin und her schieben, ohne Nutzung des Freibetrags. Ansonsten wäre in diesem Fall, wir haben ihn wieder, der Tierschutzverein Freibetrag von 20.000 Ja, das, angesagt. ja. Also ich finde, da heiraten kostet da, glaube ich, weniger. Ja. Ist, ja, muss ich leider jetzt auch sagen, wenn das jetzt nicht unbedingt der primäre Grund sein sollte, aber wenn man die Versorgung für hinterher haben möchte,
ist das eine ziemliche Katastrophe, weil 20.000 Euro ist nicht so viel, 500.000 ist mehr. Und wenn ich die Immobilie dann auch noch nehme, in der ich eventuell wohne, dann ist es auch noch steuerfrei. Also ja, da verschenkt man schon sehr viel Geld. Und 20.000 Euro alle 10 Jahre, da kommt man jetzt, also wenn ich schon 34 Jahre unverheiratet zusammen wohne, dann sind sie mindestens 52. Ich habe jetzt mal 18 gerechnet, ich habe da altertümliche Vorstellungen. Mhm. Aber dann wird das auch schwierig. Mhm. Was haben wir denn noch? Ich hatte hier auch ganz lang, muss ich gleich nochmal gucken, da muss ich erst mich einlesen. Hatten wir auch. Das haben wir auch. Gleich am Anfang. Wie werden uneheliche Halbschwestern behandelt? Habe keine Kinder, Eltern tot. Die ich glaube, das war auch, die Dame von eben. Nee, die Frage ist aus welcher Sicht. Ja. Wenn derjenige stirbt, der biologisch schon eingetragen Vater ist, dann erben sie. Hatten wir vorhin auch mal mit Freibetrag, genau. Hatten wir eigentlich schon. Ja. Wir hatten aber eine Sache zurückgestellt, das hatten wir versprochen noch zu beantworten. Das war vorhin, da ging es um das Thema Pflichtteil. Und da war die Frage, soweit ich weiß, ist das nicht möglich. Da ging es um den geldrechtlichen Anspruch, wenn jemand einen Pflichtteil hat. Da haben wir gesagt, wenn ich 200.000 Euro Immobilie geht an die Tochter und der Sohn geht leer aus und der darf aber dann 50.000 Euro einklagen. Mhm. Das war das Beispiel, weil er einen Pflichtteil hat. Und da war hier die Frage, soweit ich weiß, ist das nicht möglich, wenn der Pflichtteil aus einem bewohnten Haus herbeigeführt werden soll. Vielleicht kann die Fragerin von da, weil wir haben es versucht zu beantworten und haben aber nicht ganz genau die Frage verstanden. Vielleicht kann die Frage nochmal mündlich stellen, dann würden wir sie gerne beantworten, weil wir haben es damals zurückgestellt. Ich glaube, die ist nicht mehr da. Genau, wenn sie noch dabei ist, dann gerne nochmal. Ja, okay. Dann haben wir das auch. Genau. Da ist sie. Ja, hat das schon mitbekommen. Also soweit ich weiß, wenn eine Immobilie vorhanden ist und ich spreche jetzt von dem Berliner Testament, der eine Teil ist verstorben, jetzt gibt es noch zwei Töchter und eine Gattin, dass wenn einer einen Pflichtteil haben möchte und es ist nur ein Haus da, dass dieses Haus nicht veräußert werden muss. Also das war mal so eine Information, und auch keine Grundschuld aufgenommen werden muss, weil der eine jetzt ausbezahlt werden möchte. Es muss nicht veräußert werden, wenn der Pflichtteil auch aus anderem Vermögen... Angenommen, es gäbe kein anderes Vermögen. Angenommen. Dann muss man sehen, wo man das Geld herbekommt. Der Pflichtteil ist da. Wenn einer das wir reden von einem vorgezogenen Pflichtteil. Also, dass einer sagt, okay, ich will aber jetzt mein Viertel haben. Mein vorgezogen bedeutet... Es ist nicht vorgezogen, weil er hat in dem Moment, wenn einer der beiden stirbt, der Pflichtteil gilt für jeden Versterbenden. Wenn einer von beiden stirbt, hat er für den Erbfall ein Pflichtteilsanspruch. Moment mal, ich rede von dem Berliner Testament. Ja, ich auch. Im Berliner Testament vermacht der Gatte seiner Gattin erstmal alles und danach beim Versterben geht das wieder auf beide Kinder über. Ja, aber nach dem ersten Versterbenden hat das Kind einen Pflichtteil, weil der wird ja, das Kind wird ja im ersten Erbfall enterbt. Okay. Weil es sind zwei Kinder. Einen gesetzlichen Anspruch von ein Viertel. Okay. Und der Pflichtteil ist dann ein Achtel. Und den Anspruch kann er geltend machen. Also ein Achtel nur? Ja, die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. In dem von Ihnen beschriebenen Fall, ich gehe davon aus, die haben keinen Ehevertrag, würde die Frau gesetzlich ein Halberben, die Kinder gesetzlich ein Viertel. Ja. Und der Pflichtteil ist dann ein Achtel.
Ja, wunderbar. Das ist jetzt schon mal die Info, die ich gebraucht habe. Weil, ja, das ist jetzt die Interessante, dass das, wenn das gefordert wird, hätte das, würde das, müsse das geliefert werden. Okay, interessant. Ja, gut. Das hat mich jetzt schon sehr viel weitergebracht, weil es nicht deckend war mit der Information, die ich habe. Okay. Mhm. Vielen Dank für die Info. Übrigens auch vielen Dank für den schönen Vortrag. Danke. Jetzt schon mal vorweggenommen. Hm? Danke. Wir haben noch eine weitere Handmeldung. Frau. Sie sind noch jetzt. Ja, genau. Eine Frage. Ich habe keine Kinder, lebe mit meinem Mann zusammen und die Elternteile sind verstorben, aber mein Vater hat mir eine Halbschwester hinterlassen. Erbt diese Halbschwester von mir mein Erbteil? Wenn mein Mann verstorben wäre und ich wäre alleine? Ja, weil ja. Es geht nach oben. Es geht nach oben. Mein Vater ist verstorben, aber der hat noch ein Kind. Ja, also sie erbt von mir praktisch. Wenn Sie kein Testament machen. Mhm. Okay, Dankeschön. Danke auch für die Veranstaltung. Gerne. Danke für Ihre Frage. Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, also wenn wir noch Handmeldungen haben, dann gern. Ansonsten steht, wie gesagt, auf das Angebot, Sie können gern im Nachhinein anrufen, uns eine Mail schicken, kommen Sie vorbei zu einem Beratungstermin. Die Angebote, die stehen alle, aber wenn jetzt noch Wortmeldungen sind, noch Fragen, dann gerne noch. Wir haben ja noch ein paar offene, aber die sind recht umfangreich. Das würde jetzt ehrlich gesagt den Zeitrahmen ein bisschen sprengen, aber wenn da jemand noch im Nachgang Bedarf hat, darf er sich natürlich sehr gerne nochmal melden und dann sind wir behilflich oder eben leiten das gerne auch an die Frau Rogus weiter. Genau. Ich habe eine Frage. Kann ich? Ja, wir hören Sie. Ja, habe ich richtig verstanden bei einer von den Vorrednerinnen, wenn man ledig ist und keine Kinder, Cousinen hat oder Cousins, braucht man kein Testament machen. Die erben automatisch. Wenn ihre Eltern und Großeltern verstorben sind. Wenn ihre Eltern und Großeltern verstorben sind, dann ja. Ja, ja. Also ich habe mit meinen Cousins habe ich eine relativ gutes Verhältnis, aber so besser als mit meinen Nichten. ja, aber muss ich ein Testament machen? Ich habe Nichten, aber unsere Cousins auch, zweiten Grades Cousins. Wo kommt die Nichte her? Die Nichte müsste ja... Von meiner Schwester. Die ist dann vor den Cousins. Ja, die ist vor den Cousins dran. Die Nichte haben sie mir verschwiegen bislang. Die ist vor den Cousins. Ja. Ah ja, okay, aber muss ich Testament machen oder nicht? Ja, das kommt darauf an, wem Sie was hinterlassen wollen. Wenn es die Cousins auch bekommen, auch etwas bekommen sollen, sollten Sie ein Testament machen. Sonst ist die nicht... Okay, alles, was nicht Pflichtanteil ist, muss man festlegen. Hat gar nichts mit Pflichtanteil zu tun, hat was mit der Erbfolge zu tun. Ja, wenn Sie wollen, dass aus der Nichte noch jemand was bekommt, müssen Sie ein Testament machen. Ja. Ja, okay. Dankeschön. Gerne. Und eine Meldung. Einmal noch, Sie sind noch stumm geschaltet. Jetzt, oder? Nee. Nee, immer noch stumm? Jetzt. Okay. Ich habe nur eine kurze Frage. Wenn ich also ein notarielles Testament machen lasse, fällt nach dem Vermögen eine Gebühr an. Kommt da noch eine Beratungsgebühr dazu? Nein, das ist alles inklusive. Okay, alles klar. Dann lohnt sich das ja in jedem Fall mal anzugehen. Vielen Dank für die Veranstaltung. Gerne, danke. So, ja. Ja, ich glaube jetzt, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, wir haben versucht, den Großteil der Fragen zu beantworten. Wie gesagt, das Angebot steht, melden Sie sich gerne im Nachhinein, entweder in den Niederlassungen der Bank, der Quirin Privatbank oder auf die Einladungs-E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben.
Und dann stellen wir die Kontakte auch entsprechend her. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Frau Rokus, dass Sie hier mit Rat und Tat zur Seite standen. Susanne Steinmann, vielen lieben Dank an euch, an Sie beide nach Frankfurt und Ihnen, liebe Zuschauerinnen, natürlich fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Fragen. Und es wird auf jeden Fall wieder eine Frauenveranstaltung von Frauen für Frauen geben. Und ja, bis dahin freuen wir uns auf Sie und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.